Klappe. Und Action! Willkommen zurück zu Adobe Live Runde 4 für heute, erster Tag. Und wir sind zurück mit dem lieben Christian. Hi, hallo. Hallo Christian. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Schön, dass du da bist. Wir haben heute schon ganz viele atemberaubende Sachen gesehen. Heute Morgen die Nadine zum Thema VR und Kunst. Die hat uns hier coole Schnipseleien gezeigt und tanzt auch gerade im Hintergrund. Ihr könnt das nicht sehen, ich aber aus dem Augenwinkel. Und danach hatten wir zwei wunderbare Illustratorinnen, die in ihrem ganz eigenen Style hier uns mal gezeigt haben, wie das bei denen so läuft. Nämlich einmal die Jamina Knopf und die Lorena Lamme. Hey! Ich wollte gerade Amaretta sagen und hab's dann vermischt, sorry. Genau, Lorena Lamme. Und könnt ihr auf jeden Fall ansehen, falls ihr es für heute verpasst habt. Wir gehen jetzt über zum Thema Fotografie und ich gucke jetzt mal ganz kurz in den Chat, bevor ich den Christian hier auf euch loslasse. Sind nämlich schon einige da und ich sag mal kurz Hallo zu allen. Kannst du natürlich mitsagen, ne? Hast du überhaupt keinen Stress. Hi, hallo. Hallo. Wow. Genau, so, wo fängt's hier an? Zum. Genau, Ulrich ist da, Joachim und der Tim, unser lieber Moderator, Christiane, Annette, Ramon, Stefan und alle anderen, die jetzt natürlich auch dabei sind. Herzlich willkommen für alle, die neu dabei sind. Schön, dass ihr da seid. Wie immer, wenn ihr auf YouTube zuschaut, könnt ihr das natürlich gerne tun. AdobeLive.com ist uns aber lieber, da nämlich da der ganze Chat stattfindet von unserer Core-Community und ihr natürlich da unsere ganzen coolen interaktiven Sachen mitmachen könnt, wie Umfragen oder Gewinnspiele, das können wir nicht alles da abbilden, also kommt doch gerne rüber zu uns in den Chat. Ich gucke auch ab und zu trotzdem in den YouTube-Chat, da könnt ihr trotzdem Fragen stellen, aber einfacher ist es drüben. Und ihr könnt, wie gesagt, alle Streams, die ihr hier seht, auch im Nachhinein sehen auf unserem YouTube-Adobe.de-Channel oder auf adobelive.com. Das ist also alles kein Problem. Ne? Wir machen hier eine easy Runde. Und nur nochmal zur Klarstellung, das ist kein Workshop. Hier geht es nämlich darum, dass wir den Christian in diesem Fall als unseren wahnsinnig tollen Gast hier vorstellen und vor allen Dingen, dass er euch zeigt, was er eigentlich so macht. Ne? Also es geht hier um Workflow, es geht hier um den Artist behind the scenes. Und natürlich auch ein bisschen um, dass man sich gegenseitig austauscht von der Community her und auch von den Inhalten her. Aber ich glaube, das muss ich gar nicht erklären. Das macht ihr sowieso so super. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Jetzt habe ich genug geredet. Christian, mein Lieber, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und warum wir dich überhaupt hier reingezogen haben, wider Willen. Und genau, wir gehen dann später auch nochmal da ein bisschen ins Detail, aber vielleicht mal so, ne, wer du bist in so ein paar Sätzen. Sehr gerne, sehr gerne. Also, ich bin Christian, hi. Hauptberuflich arbeite ich in der Berliner Digitalagentur als Konzepter. Ikedette wat bla, ne? Hab praktisch an sich mit der Fotografie nur im Hobby oder als Hobby zu tun und fotografiere so seit, weiß nicht, 5, 6, 7 Jahren. Es hat so ein bisschen mit Instagram angefangen, ne? Da wurde so ein bisschen jeder so, der Hype hat für mich da ein bisschen angefangen und ja, seitdem, ich komme eigentlich auch eher aus einer anderen Richtung, eher so aus der, ich würde mal sagen, Urban Street Fotografie, aber auch ein bisschen Architektur und habe dann so von einem halben, dreiviertel Jahr so ungefähr circa für mich entdeckt, dass ich so in der Porträtfotografie wirklich mich zu Hause fühle und ja, das mir auf jeden Fall eine Menge Spaß macht. Und deswegen bin ich auch, glaube ich, hier. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für die kleine Intro. Genau, wir haben den Christian haben wir mal vor 2 Jahren, als ich hier bei Adobe angefangen habe, das war so eins meiner ersten Events hier, da hatten wir so eine kleine Academy-Geschichte gemacht, ne, und haben dann ein paar coole Artists eingeladen in so einer Runde, wo man einfach mal so ein gegenseitiges Get-Together und Getting to Know veranstaltet hat, ne? Und da haben wir uns da kennengelernt und da warst du aber auch noch, das werden wir uns ja bestimmt gleich nochmal ansehen, warst du noch so im Architecture, Landscape-Bereich unterwegs, ne? Moody Pics, und das hat sich natürlich sehr gewandelt, also werdet ihr auch dann gleich sehen. Ich soll dir übrigens liebe Grüße von Aisha sagen aus dem Office. Vielen Dank. Guck dir dazu. Das ist immer wieder ganz faszinierend. Ich hatte auch einmal, ich glaube bei der Sina war das damals, da hatte das ganze Office sich einfach einen riesen Bildschirm aufgestellt, Popcorn und zugeschaut und dann mitgechattet. Also war sehr lustig. Die Truppe macht sich nämlich hier auch schon auf den Weg. Wir sagen nochmal Tschüss. Ne? Wir sehen uns morgen. Ne? Ihr seht ihr natürlich auch morgen. Ciao, viel Spaß. Und genau. Das würde ich doch jetzt einfach sagen, schauen wir uns doch mal an. Ich switch mal ganz kurz auf deinen Screen, du hast ja hier schon Instagram auf. Ja. Genau, wir zoomen uns mal einfach unten in die Ecke rein, aber ich sehe gerade, dass dein Screen noch nicht geshared wird hier. Einmal nochmal kurz ausstecken und wieder rein, bitte. Sollte dann hoffentlich funktionieren. Schauen wir mal. Ja, da tut sich was, tut sich hier was. Dum, dum, dum.
Eine technische Schwierigkeiten, wir sind gleich wieder für Sie da. Vielen Dank, Ihre... War. Ja. Ja, gestern innerhalb von 2 Minuten. Gell? Funktioniert. Das ist immer so die Tücke der Technik. Ja, ja. Die Tücken der Technik. Ja, aber ist doch dran. Vielleicht hinten nochmal bei dem Minidisc Recorder. So. Jetzt? Ja, jetzt halt. Sehr gut. Danke, Rufus. Der Rufus ist der Magician hier vor Ort. Adobe Kadabra. Sehr schön. Ja, Martina schreibt auch, er hat das Internet gelöscht. Ja. Der Stream kurz mal schlecht war, aber das sollte jetzt wieder gehen. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Genau, wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, wenn irgendwas ist, was ihr wissen wollt, auf jeden Fall einfach auf unseren Chat kommen, auf adobelive.com oder auf YouTube, da könnt ihr eure Fragen stellen und ich lese sie dem Christian dann vor. Aber wir gucken uns jetzt erstmal an, was du da so zu zeigen hast. Und das switche ich jetzt mal rüber. Zack, ja, da sind wir auf Instagram. Genau, wir sind mal auf meinem Kanal. Chris mit 2 Z, das ist halt, wie soll ich sagen, so, damals ist mir kein Name eingefallen, muss ich cool sagen. Und damals, so vor 10, 15 Jahren, hat man Chris mit 2 Z gemacht und das habe ich immer noch so beibehalten. ich will mal ein bisschen weiter runter scrollen. Gerne, da können wir können uns mal angucken, was so deine Anfänge waren vielleicht. Ja, genau, wo ich herkomme, weswegen. Kein Internet. Kein Internet. Hä? Warst du eben im Internet? Ich war eigentlich drinnen. Okay. Die technischen Tücken. Ne? Wahnsinn. Kannst ja ein bisschen Dinosaurier spielen. Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt bist du ja drin. So, jetzt. Sollte es ja genau gehen. Scroll da mal ein bisschen weiter runter. Auch so. Zu der Zeit ungefähr vor 2 Jahren, wo wir uns dann kennengelernt haben. Genau. Und da sind das wir auch schon Bilder da. Genau, da sind wir auch schon da. Ja, ich habe, wie gesagt, so ein bisschen mehr Urban, ein bisschen mehr Street gemacht. Berlin ist da auf jeden Fall prädestiniert dafür. Eigentlich jede Stadt dafür prädestiniert. Aber Berlin hat es auf jeden Fall für mich sehr viel Spaß gemacht. Und wie man sieht, habe ich alles auch so ein bisschen dunkler bearbeitet, versucht mehr Moody und ich habe da so einen absoluten Blaufetisch gehabt. war auch so ein bisschen mein Wiedererkennungsmerkmal. Und ja, dann habe ich eine kleine Instagram-Pause gemacht. Gefühlt war es so, dass ich, ja, wie soll ich sagen, ich war dann gelangweilt ein bisschen von meinen Bildern. Dann verschiedene Bilder an sich haben dann auch schon 1000 Mal existiert, von anderen Positionen, von anderen Perspektiven. Und dachte ich mir, okay, was kann ich jetzt eigentlich tun, um ein Alleinstellungsmerkmal weiterhin zu haben und aber etwas, was man nicht unbedingt so schnell kopieren oder nachmachen oder ähnlich machen kann. Einfach, ich wollte einfach noch ein bisschen mehr von mir selbst mit reinbringen. Mhm. Und habe zwischendrin auch immer mal wieder ein paar Porträts gemacht und habe da dann wirklich so vor einem Jahr, dreiviertel Jahr dann das mehr forciert und weiter ja, vorangebracht. Und dann habe ich auch so ein bisschen experimentiert. Also wie gesagt, meine anfänglichen Bilder sind da wirklich noch sehr bunt gemischt und kunterbunt an sich. Und habe mich da viel ausprobiert. Auch mit den Farben und Gott, wenn ich jetzt so diese alten Bilder sehe, finde ich teilweise schrecklich. Würde ich heute wahrscheinlich auch anders bearbeiten, aber so ist das nun mal. Das ist alles ein Prozess. Und deswegen, ja, scrollen wir weiter hoch. Genau, scrollen wir weiter hoch, so wirklich zu den aktuelleren Bildern. Mhm. Ungefähr, ja, so, gehen wir mal ganz hoch. So. Ungefähr. Und red ruhig weiter. Genau, das ist jetzt mein aktueller Stand. Und ja, was soll ich sagen? Also meine Bilder sind immer so, ich versuche es, meine Intention ist es, sehr filmisch zu fotografieren. Also mir geht es wirklich weniger um gestellte Posen von den Models, sondern wirklich mehr so den Moment, der echte Moment, den möchte ich gerne einfangen. Zumindest versuche ich es und hoffe, dass es auch rüberkommt, dass man sieht, dass ich das auch hier und da mal geschafft habe. Ansonsten sehr kontrastreich immer noch mein Look. Mhm. Ich habe es vorhin schon so Chan gesagt, ich habe echt mal versucht, natürlich zu bearbeiten. Irgendwie gelingt mir das nicht. Ne? Man hat da so seinen eigenen Workflow. Und fühle mich aber auf jeden Fall in diesem Bereich da sehr, sehr wohl. Sehr schön. Was ich ja ganz cool finde, also als ich dich damals kennengelernt habe, war ja so eins deiner coolsten Bilder, oder das, was auch sehr oft gefeatured wurde, das mit den Schuhen, ne? Das mit den Schnürsenkeln, das wurde sehr, sehr oft gefeatured. Ja, richtig, richtig. Vielleicht kannst du mal kurz zeigen, dass die Community das mal groß sehen kann. Na klar, sehr gerne. Und dieses, ich glaube, das war, was das Rathaus? Das eine, du hast nur ein bisschen, ja, das war eins der coolsten Bilder. Also das sieht man, ja. Ja, genau. Das sieht man.
Sehr, sehr cool. Ja, war in der Tat eine Kooperation damals von dem Schuhhersteller. Ja. Und, das ist natürlich nicht mehr. Nein, natürlich nicht. Erkennt man auch nicht, welche Schuhe das sind. Nein. Und wurde damals gefragt, ob mir mal was einfällt, natürlich in meinem Stil. Und habe da auch viel Photoshop verwendet, wie man sieht. Und das ist dann dabei rausgekommen. Und das ist super cool. Ich wollte halt einfach nicht nur so fotografieren, sondern ja, so ein bisschen mit einem Hintergedanken, einer Idee dahinter. Ja. Ja, aber es ist wahnsinnig schön. Und das andere, was ich auch super cool fand, war dieses von dem, war das das Rathaus? Ein bisschen weiter unten. Das wurde auch sehr, sehr oft gefeatured. Es hat so vier Türmchen, glaube ich. Nicht so schnell. Was ich noch weiß, was sehr viel gefeatured wurde, war, glaube ich, das hier. Ja, das war auch super cool. Also diese Moody-Looks, ne? Die ist halt damals so, die da super krass aufgepoppt sind überall. Jetzt nicht, dass du den gleichen hast wie alle anderen, aber dieser Stil. Ich weiß schon, was du meinst, alles, ne? Wird. Genau. Ja. Das ist natürlich wahnsinnig schön. Aber es ist auch einfach schön zu sehen, was ich nämlich ganz faszinierend finde bei dir, ist zu sagen, hey, du hast deine Moody-Looks im Bereich Landscape gehabt, das ist auch übrigens sehr, sehr schön. Das ist ja so dieser Dämmer-Look, es ist nicht ganz dunkel, aber auch nicht hell und alles ist so, wirkt so ein bisschen düsterer. Und dass du dann auch wirklich gesagt hast, hey, ich mag den Look zwar, aber was anderes von meiner Linse haben, sagen wir es so. Ne? Und dass du das dann versucht hast, in Porträtaufnahmen zu integrieren und dann einen neuen Style zu schaffen, war halt wirklich das, wo ich gesagt habe, das ist super interessant. Und das sieht man auch, ich meine, jetzt gerade in den neueren Bildern, wenn du jetzt nochmal hochgehst, sieht man auch diesen Style, der sich halt bei dir auch stetig verändert. Ne? Du spielst viel rum, du spielst viel mit Farben, jetzt ist es hier eben schon so ein bisschen entsättigt geworden, ne? Aber jetzt in den Anfängen, wenn du nochmal ein bisschen runter scrollst, wo du die ersten Porträts jetzt hier so gemacht hast, noch ein bisschen, wo sind die auch so ganz viel rot da, jetzt zum Beispiel, genau. Jetzt zum Beispiel das von der Maren Schiller hier, das sieht man ja auch ganz schön hier in der Mitte. Da hast du auch ganz viele intensive Farben mit reingebracht. Dieses Leuchtspiel ist halt super schön. Ne? Genau, Andrea schreibt, Berliner Dom war es. Ja, genau. Das wird es gewesen sein. Ich erinnere mich. Ja. Ja. Genau, Martina schreibt, mir sind die ein bisschen zu dunkel, sorry, aber das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja auch ein eigener Stil, muss ja auch nicht jeder mögen. Ne? Ich finde die trotzdem klasse. Aber auch danke, alle anderen schreiben auch, tolle Bilder gefallen mir. Und Jan schreibt auch, das mit den Schuhen sieht cool aus. Also es ist halt ein eigenständiger Look. Ne? Und was die einen mögen, mögen die anderen halt ein bisschen anders. Jeder hat ja so seinen eigenen Geschmack und darüber lässt sich ja auch nicht streiten. Ne? Das ist ja auch alles ganz easy und cool. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr happy, was du uns heute zeigen wirst, weil bevor es nämlich jetzt losgeht, hätte ich jetzt noch so die Standardfragen, um die einmal abzufragen, weil die werden sowieso immer kommen, beziehungsweise sind schon teilweise gekommen. So, und genau. So, die Standardfragen wären ja erstmal deine Kamera, dein Objektiv. Na? Okay, ich habe mir vor gut anderthalb Jahren die Sony 7R 3 geholt. Super zufrieden. Du hast sie auch, ne? Ich bin echt super zufrieden damit. Und habe tatsächlich nur ein einziges Objektiv. Und das kann ich auch gleich mal erzählen, warum. Und zwar das 35er 1.4 von Zeiss, genau. Ich habe den großen Bruder, das 50er. Du hast das 50er, ne? Aber 1.8 ist bei mir. Ja, reicht doch. Man sieht da sowieso kaum noch einen Unterschied. Und der Grund war eigentlich, ich habe vorher eine Canon gehabt und habe da auch 5, 6, 7 Objektive gehabt und wirklich da durchprobiert und durchgetauscht und dann während eines Shoots überlegst du, okay, das eine sieht dann sieht dann wahrscheinlich bei 35 gut aus, die nächste Szene könnte bei 50 gut aussehen und ich wollte halt immer nicht dieses ständige Durchtauschen und Wechseln, ne? Dadurch gehen viele gute Momente meines Erachtens verloren und mit dem 35er bin ich zum einen auf der sicheren Seite für mich, dass ich genug Hintergrund habe, um eine Szene zu zeigen, aber gleichzeitig auch nah genug noch an den Menschen rangehen kann. Ja. Und deswegen bin ich da super zufrieden mit und ich kann mir auch gar nichts anderes vorstellen. Also vielleicht werde ich mir auch mal einen 85er holen, wirklich mal für ein paar seltene Fälle. 50er. Oder einen 50er, genau. Ja, nee, aber ich stand tatsächlich vor der gleichen Entscheidung. Ne? 35er oder 50er. Ich habe mich tatsächlich fürs 50er entschieden, weil mir das Bokeh wichtiger war. Ich wollte halt weniger Hintergrund im Sinne von Details, sondern mehr ganz flüssige Übergänge im Sinne von Vordergrund, Hintergrund. Und deswegen habe ich das 50er genommen. Aber hat natürlich auch Nachteile, weil du in dem Fall natürlich, wenn du Video machen willst, ne, dann extrem weit weg musst. Dann ist das 35er natürlich schon wesentlich bequemer.
Aber auf jeden Fall eine super Konstellation. Ne? Und man sieht es ja auch an den Bildern, dass das Ganze funktioniert. Dankeschön, Dankeschön. Gerne, gerne. Genau. Stefan hat auch schon geschrieben, hier, yeah, Christian hat eine Alpha 7 III hier, 55 mm Objektiv. Und was schreibt der? Oh, Animal Eye, AF Autofokus ist Hammer, hat er Ja, auf jeden geschrieben. Fall. Durch das neue Update jetzt, Ja. das glaube ich war vor 1, 2 Wochen, da ist nochmal durch die Software nochmal eine Menge Power gekommen, gerade was so diese. Ich muss auch noch updaten. Ja, auf Ich jeden muss Fall auf noch jeden das. Fall updaten. Ja. Richtig. Ja. Also, was das angeht, ist Sony gerade auch voll auf dem Vormarsch. Ich habe auch schon gesehen, die ganzen Updates hier per App und Co. Da hat schon einiges getan, was sehr, sehr schön zu sehen ist. Und gerade bei der Alpha 7R3, das Ding ist der Hammer. Martin schreibt: Servus, Grüße vom Chiemsee. Und ich sehe gerade, wir haben hier so einen kleinen Halo-Effekt, den machen wir schon mal weg. So. Und Jan schreibt, ich liebe meine Alpha 7-2 Mega-Ding, aber die war ja auch schon super, Ja, ne? natürlich, absolut. Also ich finde sowieso, Sony hat sich da vor Jahren dann ganz schön gemacht und auch so ein bisschen so eine Vormarktaufstellung. Also die haben sich da super, haben auch, finde ich, ein bisschen Canon überholt. Aber gut, das sind alles Ja, Diskussionen, ist gut. die will Alles ich da jetzt gut. Ach, nicht kein Stress. Nein, nein. Ich meine, jeder hat ja seine aufbringen. eigenen Vorlieben. Ne? Genau. Wir haben tatsächlich auch ganz viele Leute dabei, die halt Canon oder Nikon nutzen. Ja, klar. Ich glaube, wir haben noch keinen dabei, der Olympus genutzt hat oder Lumix oder sowas. Nee, oder ein Fuji. Keine Ahnung. Aber ist ja jedem selbst überlassen. Und du bist auf der Sony-Seite, was ich gut fände. Ich bin nämlich auch auf der Sony-Seite. Genau. Und was würdest du uns heute zeigen wollen? Hast du mir schon ein bisschen gestern eben was erzählt, aber vielleicht kannst du es ja nochmal für La Natürlich, Crowd natürlich, zeigen. natürlich. Und zwar, meine Idee war, ich zeige euch erstmal so ein bisschen ein paar Vorher-Nachher-Bilder, einfach damit ihr seht, wie das bei mir aus der Kamera rauskommt. Dazu kann ich ein bisschen was erzählen, wie dann das Bild dann in der Bearbeitung aussieht und würde dann wirklich zu den wirklich, sag ich mal, wichtigeren Teil reinsteigen. Und zwar, wie bearbeite ich die Bilder, wie bekomme ich die Farben so hin, wie sie sind. Einfach euch so ein bisschen meinen Workflow zeigen. Und ja. Erzähl ruhig weiter. Genau. Ich. Und was ich auch noch gemacht habe, ich hatte gestern Abend ein Shooting hier in München. War auch sehr, sehr interessant. Hab da natürlich eine Menge Material am Start. Und da kann ich auch, je nachdem, wie lange wir heute brauchen oder ob das morgen ist, kann ich euch da zeigen, wie ich selbst fotografiere, was für Einstellungen ich habe, wie ich eine Bildauswahl mache, worauf ich achte bei vielen Dingen, bis hin dann wirklich zum Live-Bearbeiten, würde ich mal sagen. Ja, um wirklich mal so diesen ganzen Workflow von A bis Z einfach mal durchzuexerzieren. Genau. Und würde ich sagen, fangen wir an mit diesen Vorher-Nachher-Bildern. Yes, gerne. Gerne, gerne, gerne. Ich mache das mal so. Sind erstmal nur ein paar. So, und sorry dafür, dass der Christian gerade ein bisschen leise war. Es ist immer so ein bisschen, ne, muss man immer wieder neu einstellen, weil jeder Gast hat natürlich eine andere. Soll ich ein bisschen lauter Nee, reden? alles gut, ich hab dich schon Ah, auf laut sehr gut, gestellt sehr gut, jetzt. sehr Nee, gut. sonst ist es unbequem, weißt du, sonst musst du immer so nach vorne beugen, das Ja, muss ja nicht ja. sein. Und du sollst ja auch hier im angenehmen Tonus reden können, ohne dass es Stress macht. Von daher, dafür haben wir hier unser kleines Soundpult hier. Sehr gut. Das war schon alles. So. So, hier beim ersten Bild, links natürlich vorher, rechts nachher. Es ist wirklich so unterschiedlich natürlich von der Tageszeit, wie das Licht ist, je nachdem, auch wie viel ich dann auch verändere, ob ich mehr mache, ob ich weniger mache. In dem Fall hier sieht man, das war so ein bisschen zur blauen Stunde und wir saßen ja an der Bushaltestelle und ich habe halt einfach mal so gesagt, sie soll sich hinsetzen, so ein bisschen warten, nachdenklich sein und dann diesen Moment eingefangen. Und ja, von der Bearbeitung her sieht man, ich habe das Licht vor allem bearbeitet, da eine Farbe gegeben. Das ist auch so, das mache ich immer sehr gerne. Also ich versuche immer so dem Licht verschiedene Farben zu geben, den Tiefen natürlich auch, aber wirklich mehr mit dem Licht zu arbeiten. Du shootest auch ohne Blitz, oder? Ja, absolut. Also ich habe noch nie mit dem Blitz geshootet. Alles wirklich nur mit verfügbarem Licht. In dem Falle eine Neonröhre und dadurch wird es auch so super moody durch dieses Licht Ja. und die Schattenverhältnisse. Und man merkt auch, Und du, oh, ich bin voll laut. Moment mal, ich muss mal ein bisschen leiser machen. Aber ja, Test, 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 Test. Ja, das bin ich. Red du noch mal ein bisschen? genau, ja, wie schon gesagt, also ich versuche da wirklich mit Licht und vor allem mit Licht zu spielen. Mal auch nochmal, das sehen wir dann später auch noch in der Nachbearbeitung, ein bisschen das Licht mit rein.
Versuche da nochmal ein paar Akzente zu setzen, einfach um den Blick nochmal ein bisschen zu führen. Und, aber wie gesagt, das ist wirklich von Bild zu Bild unterschiedlich und sehen wir dann den speziellen. Genau, und dann habe ich noch ein Bild für euch, das ist auch relativ neu. Das habe ich vor 2-3 Wochen aufgenommen auf dem Parkdeck. Und da war es sehr glücklich. Es hat vorher geregnet, die Wolken waren noch sehr, sehr, sehr tief, tiefschwarz und trotzdem ist die Sonne rausgekommen. War gerade der Sonnenuntergang und das sind so meine absoluten Lieblingszeiten. Also ich fotografiere fast nie am Tag. Ich weiß nicht, ich kann irgendwie nicht tagsüber fotografieren, das ist mir zu viel Licht immer. Goldene Stunde. Und zum Beispiel, ja genau, also blaue Stunde, goldene Stunde und gerne auch, wenn gelb, alles dabei. Wenn es komplett dunkel ist. Ja, weil ich da, ich glaube, da meine Bilder haben dann dadurch irgendwie so noch mehr diesen Moody-Effekt oder ne, kommen dadurch einfach stimmungsvoller rüber. Ja, ich bin auch mal sehr gespannt, ich lasse dich gleich weiter erzählen. Ja, alles gut. Ich bin auch sehr gespannt, wie du deine Kamera-Settings einstellst, weil das ist ja auch hier sehr, sehr wichtig, gerade bei so dunklen Geschichten, wenn du ohne Blitz fotografierst, ne, mit ISO-Wert, obwohl er die Alpha 7 R3 packt halt auch einen relativ hohen ISO-Wert, ohne zu rauschen. Mhm. Ne? Trotzdem ist es natürlich interessant zu sehen, ne, wie du das machst und auch zu hören. Und Eva hat nämlich auch geschrieben, für mich wird die nächste Kamera auch eine Alpha 7 R3 sein, werde an allen Ecken immer wieder davon überzeugt. Ja. Also auch sehr, sehr schön zu sehen. Gut, aber genau, jetzt hole ich weiter, entschuldige. Nee, du, ganz entspannt. Ja, ansonsten, das zeige ich aber nochmal ganz speziell, wie ich dann hier das Color Grading mache, wie ich da die einzelnen Farben anfasse und verändere. Mhm. Und in dem Fall auch zum Beispiel zusätzlich noch Rauschen hinzufüge. Ich finde das ein wahnsinnig tolles Stilelement. Gerade so, natürlich auch in den letzten Jahren ist das so ein bisschen entstanden, dass auch die Analogfotografie wieder populärer wurde. Und dann ging es auch speziell darum, wie man verschiedene Grains hinzufügen kann, um dann auch wirklich diesen filmischen Look nochmal mehr zu unterstützen. Genau, ja. Das zeige ich euch auch später. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Also wenn du irgendwann auf meinem Feed jetzt irgendwo mal zufällig ähnliche Bilder siehst, dann liegt das nicht an dir. Nein, nein. Niemals. Nein, sehr gerne, sehr gerne. Also ich habe da absolut nichts zu verheimlichen, von daher. Ja, alles gut. Wie gesagt, ich mag deinen Look und ich weiß, wir hatten eben auch drüber gesprochen, dass du bei manchen Bildern, die du an sich hast, dass die ein bisschen zu intensiv sind. Aber gerade die finde ich halt zum Beispiel super speziell, im positiven Sinne, weil das halt eben einfach nicht jeder hat. Ja, ja, das stimmt auch wieder. Ja, das finde ich halt immer wieder schön. Vielleicht kennst du auch im Bereich Landscape Tokyo Kid. Ja, natürlich. Hat ja auch seinen ganz eigenen Stil, was das angeht mit Landscape. Und den müsst ihr euch auch mal reinziehen. Der macht auch super schöne Sachen. Hätte ich auch tatsächlich mal eingeladen. Ist nur ein bisschen problematisch, weil er leider... Er ist sehr viel unterwegs, ne? Er ist sehr viel unterwegs, ja. Und es ist auch ein bisschen schwierig mit Deutsch. Also er ist gerade noch am Lernen. Ich habe ihm auch gesagt, sobald es soweit ist, sagst du Bescheid und wir holen dich hier rein. Ansonsten muss ich ihn halt in den englischen Streamer schicken. Ne? Aber dann wisst ihr Bescheid. Aber auf jeden Fall auch super. Tom schreibt, ich bin in love mit den Bildern und der Arbeit von Christian. Dankeschön, danke. Kennst du ihn schon vielleicht? Tom K.? Keine Ahnung. Nicht zuletzt wegen seiner Arbeit an den Covern unserer Musiklabels. Natürlich, Grüß Tom, na klar. Sehr schön. Ja, es gucken ja auf jeden Fall sehr viele Leute aus deiner Community zu. Ne? Das freut mich, dankeschön. Sehr schön. Dankeschön. Stefan fragt, Presets nutzt du, hast du? Absolut gar nicht. Also ich benutze gar keine Presets, wenn er nur meine eigenen einfach durch den Workflow, die ich mir erarbeitet habe, gucke ich da ab und zu mal, aber meine Einstellung dazu ist so, dass ich jedem einzelnen Bild so die Chance geben möchte, so persönlich wie möglich bearbeitet zu werden. Eine persönliche Note, klar gibt es gewisse Handgriffe, die sehen wir dann auch später, die ich immer wieder mache, um einfach diesen Kontrast zu bekommen, aber gerade was Farbigkeit angeht, möchte ich mich da gar nicht so einschränken und ja. Was ja auch schön ist. Ne? Und ich sehe auch gerade, es wirkt ein bisschen dunkler hier auf dem Screen, aber man sieht tatsächlich... Man sieht ich kann das, noch alles. Es ist echt sehr dunkel, sehe ich auch gerade. Alles gut. Nee, also das ist sowieso so übernommen. Macht dir keine Sorgen. Okay, okay. Cool. Ja, wie man hier sieht, nochmal zurückzukommen. Klar, ich versuche meine Farbigkeit auch in den Himmel reinzubekommen. Mhm. Einfach damit es ein bisschen moody aussieht. Und wie zum Beispiel bei dem Bild. Ich hoffe, man erkennt es nicht zu dunkel. Das kennt man schon. Bei dem Bild war es auch, es war wirklich fast dunkel, als ich das fotografiert habe. Habe den ISO-Wert sehr, sehr weit hochgeschraubt. Mhm. Und um da auch wieder eine Farbigkeit in den Himmel zu bringen und die Farben auch ein bisschen
hervorzuholen, das zeige ich auch dann später. Und ich glaube, das nächste Bild kann man wirklich besser erkennen. Das ist auch das, was wir im Hintergrund eben hatten. Ja, ne? Oder ein ähnliches. Genau, das davor war es auf jeden Fall. Ja. Genau. Und bei dem hier, ist eines der wenigen Bilder, die ich wirklich mal tagsüber geshootet habe. Besonders gefällt mir hier so die Komposition und da habe ich auch wieder den Himmel mehr Farbigkeit hinzugefügt. Und ja, ich finde diesen Moment irgendwie sehr, sehr besonders und gefällt mir auf jeden Fall. Ja, du hast auch so dieses Lichtspiel zwischen Orange und so einem Azurblau, ne? Richtig. So ein bisschen ein Moody Orange and Teal, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist schon cool. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Ne? Also auch jetzt hier dann im Himmel dann zu sagen, okay, du machst einen Verlauf rein von Orange zu... Ja, es ist gar nicht mehr Ozu, es ist schon so dieses Türkisene. Ne? Ja, aber richtig, richtig. Sehr, sehr cool. An sich so überhaupt irgendwie so eine gewisse Tonung zu geben, ähnlich wie in einem Film das einfach ist. Und versuche ich hier so ein bisschen nachzumachen, um einfach, ja, diese Szene wie auf der linken Seite, wo es ja wirklich nur sehr hell war, einfach noch ein bisschen Stimmung zu verpassen. Und ja, wenn wir mal weitergehen bei dem, das ist tatsächlich ein Screenshot aus einem Mini-Film, den ich mal gedreht habe. Ich habe einfach eine Freundin gefragt, ob sie Lust auf ein paar Szenen hat. Und das ist ein kleines Mini-Drehbuch geschrieben, geht auch wirklich nur so anderthalb Minuten, dieses Video. Und hatte da so eine Idee im Kopf und sie hat mir da auf jeden Fall geholfen. Und stellte sich vor die Kamera und dann habe ich praktisch aus dem Videomaterial dann diesen Screenshot links gemacht und habe das dann ein bisschen eingegradet, einfach damit man sieht, wie auch ein filmischer Look möglich sein kann. Und das Video ist auch ähnlich so gegradet, könnt ihr euch ja mal anschauen, zu gegebener Zeit. Und hier vor allem nicht ganz so übertrieben, finde ich. Also ich habe es natürlich eher ein bisschen kühler gezogen. Ja, das ist dann ein bisschen dezenter, genau, richtig, von der Farbgebung. Also für meine Verhältnisse dezent, genau. Ja, du hast halt das Gelb rausgenommen und du hast halt mehr den Fokus aufs Gesicht gelegt, was halt schön ist, weil davor waren die Gelbtöne mit Hintergrund und Gesicht natürlich ein bisschen näher aneinander, aber sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Mir gefällt auch diese Kurve am Rand, die entlang des rechten Bildschirms des Rands geht. Ja, auf jeden Fall. Komposition in einem Bild finde ich auch sehr, sehr wichtig und achte auch sehr, sehr drauf. Und beim Fotografieren an sich schaue ich schon, wo sind ein paar Linien, mit denen ich spielen kann, wie kann ich das Modell platzieren, damit es auch das ein bisschen unterstützt und diese Komposition einfach im Ganzen eine runde Sache ergibt. Ja, sehr schön. Joachim muss leider schon gehen. Schön, dass du da warst, Joachim. Morgen sehen wir uns ja wieder. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas verpasst habt, könnt ihr euch jederzeit im Nachgang die ganzen Streams nochmal anschauen. Entweder auf adobe.de auf unserem YouTube-Channel oder auf unserer Website, wo wir auch hier im Chat unterwegs sind, nämlich auf adobelive.com. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich hatte noch eine coole Sache, die hatte die Sina. Vielleicht hast du die auch gesehen, die hatten wir nämlich ja auch schon mal hier im Stream. Die Sina Domke hatte nämlich auch eben was geschrieben. Und ich finde es immer wieder cool, wie viele Leute von unseren Streams dann auch immer wieder hier im Chat und im Stream auftauchen, weil wir sind alle Teil der Community, ne? Und es ist einfach super schön zu sehen. Genau, und sie hat dann nämlich auch geschrieben, Dunkel und Moody findet sie richtig gut, echt coole Bilder. Ja, vielen Dank. Also ich habe auch ihren Livestream gesehen. Hast du gesehen? Vor ein paar Tagen. Also wunderschöne Bilder. Also das, was sie da kreiert, das ist ja nochmal wahnsinnig. Also eine ganz andere Welt, eine ganz andere Fantasiewelt. Und das ist krass, ne? Finde ich wirklich wundervoll. Ja, finde ich auch sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, wir haben eigentlich nur coole Gäste bei uns bisher gehabt. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Super cool. Genau, so. Ich habe jetzt noch ein einziges Foto, wo man nochmal sieht, vorher, nachher. Es gehört mitunter zu meinen Lieblingsbildern, würde ich jetzt mal fast sagen. Also ich mag alle Bilder, aber das hat für mich nochmal einen besonderen Status, einfach weil die Situation, wie ich sie da einfangen konnte, finde ich sehr, sehr besonders ist. Dieser Blick, diese Stimmung, die erzeugt wurde, beziehungsweise auch durch die Bearbeitung. Und ich finde so diesen Moment sehr, sehr echt. Und das ist auch so mein Ziel, was ich verfolge. Weg von diesem typischen Posing und mehr und mehr versuchen, so authentische Momente einzufangen. Ja. Und das ist so ein Moment, der gefällt mir wahnsinnig und da hatte ich mega Glück und habe auch mit der Bearbeitung jetzt auch nicht ganz so viel gemacht. Schön. Und du machst die Exposure auch ein bisschen runter, ne, wenn du fotografierst, also die Belichtung. Ich wollte jetzt nicht sagen, du fotografierst unterbelichtet, das hört sich nämlich komisch an. Ich weiß nicht. Oh, du fotografierst unterbelichtet, oder? Nee, aber
Also ich bin immer so schon ein paar Stops drunter, lieber drunter als drüber, sage ich, weil aus dem reinen Weiß kannst du natürlich keine Information, keine Bildinformation mehr ziehen. Ja. Und deswegen bin ich da mal ein bisschen drunter und ich weiß auch bei der, gerade bei der Kamera, bei der 7R3, da hat man einen großen Spielraum. Und, der Dynamikumfang ist so riesig. Absolut. Und in dem Fall ist es auch gut, wenn ich dann mehr Helligkeit reinziehe, auch nochmal gezielt. Das fängt dann natürlich an zu rauschen und das könnte natürlich dann auch so, ne, so ein Filmrauschen sein. Und dadurch wird der ganze Bildstil, der ganze Look nochmal, finde ich, durch das Rauschen unterstützt. Nochmal intensiviert, ja. Absolut. Also früher hat man sich mal geärgert, wenn irgendein Bild gerauscht hat und jetzt ist es so, jetzt fügt man das extra hinzu. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, aber ja. Sehr schön. Cool. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein super Intro gewesen und ich glaube, es werden noch ganz, ganz viele Fragen kommen, wie das so ist im Bereich Fotografie. Genau, was hast du uns heute mitgebracht, beziehungsweise was willst du uns eigentlich über die nächsten 3 Tage zeigen? Das ist, glaube ich, auch das, was uns alle hier interessiert, weil jetzt geht es ja auch ans Eingemachte, ne? Genau. Jetzt gehen wir wirklich mal on detail an die Bilder ran. Also ich fange, glaube ich, wirklich mal mit dem Bild an, um erstmal so einen Abriss zu geben. Mit dem Bild fange ich mal an, wie setze ich das Licht, beziehungsweise wie gebe ich dem Licht auch Farbe rein und wie ist überhaupt mein Workflow? Dann können wir gerne auch hier mal reinschauen, wie ich das bearbeitet habe. Mhm. Ich habe eigentlich alle Bilder da. Also wir haben also Popcorn, Cola und dann Zeit mitbringen, dann können wir alle Bilder bearbeiten. Los, ja, wir haben es heute Mittag auch schon gehabt mit dem 24-Stunden-Stream auf Twitch. Ne? Ja. Einfach durcharbeiten, die ganze Zeit. Nee, aber also soll natürlich auch für euch interessant sein. Also ich will hier so ein bisschen ein, zwei Bilder bearbeiten jetzt direkt. Und wie gesagt, ich hatte gestern ein Shooting. Man hat da so viel Material und dann können wir wirklich von A bis Z mal durchgehen. Und genau. Können Sie auch so machen, das kommt ja auch immer ganz gut, dann kannst du ja mal deine Favorites raussuchen, so die 2, 3 Favorites und dann können wir euch ja entscheiden lassen, wenn du das in Ordnung findest. Na klar, sehr gerne. Genau, was man bearbeiten könnte, ne? Ist ja immer ganz cool. Genau, Jan schreibt so, ja, warum nicht 24-Stunden-Stream? Ja, also wenn wir die passenden Leute dafür finden, die nonstop hier streamen, dann ja klar. Aber ich sehe es ja auch bei Rocket Beans, kennst du ja vielleicht, die Rocket Beans. Ich, ja. Das ist ein Team von 200 Menschen, damit die da 24 Stunden streamen können. Ne? Also so ganz so leicht ist das jetzt auch nicht. Und mit Rufus und mir als Dauerkandidaten hier zum Streamen, das wird ein bisschen schwierig. Aber ja, genau. Ja, genau. Stefan hat auch geschrieben, Live-Bild machen und bearbeiten wäre nice. Das wäre auch nice, nur leider können wir die Kamera und den Livestream nicht mitnehmen. Ansonsten ist das eine gute Idee. War auch, glaube ich, auch in deiner Idee am Anfang, ne? Zu sagen, hey, man könnte eigentlich hier vor Ort direkt ein Bild machen. Aber das ist natürlich ein bisschen schwierig. Wir können das Studio ja schlecht umziehen. Ja. Leider. Aber ich werde auf jeden Fall, ich habe ja heute auch nochmal ein Shooting heute Abend, um auch nochmal mehr Material zu haben, um auch, damit ihr nochmal seht, wie verschiedene Variationen mehr vorhanden sein können. Und da werde ich ein paar Behind-the-Scene-Videos machen, einfach damit ein bisschen was sieht. Das kann ich gerne machen. Und dann super. Einfach morgen zeigen. Super, super. So. Das ist ja hier der engagierte Fotograf, ne? Wenn er schon mal in München ist, dann sucht er sich direkt schon mal noch ein paar Models raus, damit er noch ein bisschen fotografieren kann. So muss es sein. Es hat eine Menge Spaß gemacht, gerade auch, um München natürlich auch kennenzulernen. Und so lerne ich auch zum Beispiel verschiedene andere Städte kennen, oder? Wenn ich im Urlaub bin, einfach rumlaufen, Fotos machen, am besten noch jemanden einpacken. Ja, eben. Zusammen Fotos machen und dadurch ja einfach die Stadt erkunden. So genau. Ist das. Ja, ich bin jetzt in der Bridge drin. Das ist immer so mein Tool, womit ich mir die Fotos rüberziehe, womit ich sie beurteile und auch Sterne vergebe. Und hier sieht man schön, ich habe überall 5 Sterne vergeben. Ist das jetzt hier der Leitung oder ist das Uber? Oder irgendwie aus Nettigkeit 5 Sterne? komm, 5 Sterne. Nee, in der Tat habe ich wirklich eine Vielzahl an Bildern und scroll dann immer so durch und dann vergebe ich dadurch die Sterne und habe jetzt mal wirklich nur so meine Lieblingsbilder jetzt mal hier reingezogen. Also 5 heißt bei dir am besten? 5 heißt am besten, okay. Genau. Ich mache immer entweder 0 oder 5. Ja. Also 0 oder 5, es gibt nichts dazwischen. Gibt's nichts dazwischen. Ja, ist okay. Genau. Okay. Und würde jetzt mal das Bild als erstes öffnen und dann sind wir schon automatisch in Camera Raw drinnen. Das ist auch wirklich so mein Haupttool, was ich verwende. Bin auch wirklich, also auch gar nicht so der Lightroom-Nutzer. Ist ja per se eigentlich das komplett identisch, komplett gleich. Dadurch, dass ich vor, ich weiß nicht, 10 Jahren mal mit Photoshop angefangen habe und da schon immer mit Camera Raw so in Verbindung war,
hat sich das so für mich herauskristallisiert und da bleibe ich natürlich gerne. Klar, also es ist halt Camera, also entwickeln ohne die Organisationsfunktion, ne? Also wenn du wirklich nur das Bild entwickeln willst, dann hast du ja eigentlich, ich weiß nicht, ob alle Tools enthalten sind, ich würde jetzt mal sagen nein, aber die wichtigsten Tools zum Entwickeln hast du auf jeden Fall hier drin. Richtig, absolut. Genau. Das ist auf jeden Fall da. So, dass es auf jeden Fall für mich ausreicht. Ja. Ja, damit ihr natürlich auch ein bisschen mehr seht, das ist wahrscheinlich zappenduster, das Bild. Ich meine, ich alles gut. Werde das mal so ein bisschen heller ziehen. Alles gut. Das Erste, was ich eigentlich immer bei den Bildern mache, ist so ein bisschen nach dem Weißabgleich gucken und den nochmal selektiv anpassen. Ich shoote immer in RAW und das gibt mir natürlich die Möglichkeit, dass ich gerade im Nachhinein in der Post auf jeden Fall den Weißabgleich wirklich beliebig anpassen kann, ohne dass ich da Verluste habe. Sind deine Bilder eigentlich alle gestellt oder sind die läufst einfach mit den rum und ich sag's mal so, du läufst sowieso immer rum, aber läuft man rum und sagt, okay, mach mal das und das oder lässt du sie einfach machen in ihrem natürlichen Bewegungsradius und versuchst einfach den perfekten Moment abzupassen? Ich bin tatsächlich der unvorbereiteste Fotograf in Anführungsstrichen, wenn man das so nennen kann, einfach weil ich mag es auf der einen Seite auch nicht, diese typischen Posen und dieses Zugestellte. Mein Ziel ist es schon, eher so authentische Momente einzufangen. Deswegen gebe ich auch fast nichts vor. Also ich sage schon klar, dem Model mal, setze ich mal hin ungefähr und guck mal in diese Richtung grob. Aber dann lasse ich sie auch selbst entscheiden. Und eher so das, was spontan entsteht, ist, finde ich, auch das meiste, auch das Authentischste. Und versuche da auf jeden Fall meinen Moment zu finden. Und in diesem Fall hier sieht man, also ich habe auch nur gesagt, okay, ich geguckt, ich mag das Licht an dieser Bushaltestelle, habe sie einfach nur gebeten, dass sie sich hinsetzt und dann so 5 Minuten gewartet und dann hat sie so ein bisschen in die Situation reingefunden und ja, das sind dann vor allem diese Bilder entstanden. Also ich wollte auf jeden Fall eine nachdenkliche Art und Weise auf jeden Fall haben und vor allem mit dem Licht hier spielen. Genau. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Ja. Der Zauberer bei der Arbeit. Los geht's, Freunde. Genau, als Erstes bin ich in der Farbtemperatur. Wie gesagt, oben im Weißabgleich, den mache ich dann immer selektiv und möchte jetzt hier so ein bisschen mehr Wärme reinbringen. Gleichzeitig auch ein bisschen mehr Grün. Und da sind wir schon fast bei einem Look eigentlich, wie das Ausgangsbild war. Jetzt geht es aber natürlich noch weiter. Also ich erhöhe den Kontrast, ziehe mir die Lichter ein bisschen runter. Einfach damit das künstliche Licht hier oben noch ein bisschen mehr zur Geltung kommt. Die Tiefen ein bisschen hoch. Das ist immer so, ja, so Try and Error bei mir. Ungefähr. Aber das ist ja normal. Also ich meine, du musst ja auch dem Bild entsprechend anpassen. Es gibt ja nicht... Ich muss sagen, ich arbeite zum Beispiel auch nicht so gerne mit Presets, weil jedes Bild ist unterschiedlich und du kannst ein Preset einfach, wenn maximal, als Hilfestellung nutzen, wobei man im Endeffekt dann trotzdem noch fast immer irgendwie irgendwo die meisten Sachen anfasst. Ne? Ja, glaube ich, ist sowieso notwendig, weil es kein Preset gibt, was wirklich auf jede verschiedene Lichtsituation Einfluss nehmen kann, beziehungsweise dann auch passt. Ja. Deswegen wird sowieso jedes Preset nochmal angefasst. Eben. Also du hast zwar ähnliche Situationen, die du kreieren kannst, ne? Wenn du zum Beispiel sagst, hier ganz typisches Beispiel mit den German Romas, ne? Die auch alle in diesem ähnlichen Stil fotografieren und mit dem gleichen Settings, also nicht gleichen, aber ne? Relativ nah beieinander. Und dann macht das natürlich Sinn zu sagen, hey, wenn ich sowieso nur immer das in diese Richtung mache, dann kann ich auch mit Presets das Ganze erleichtern. Klar, dann ist aber auch der Workflow an sich vom Shooting auch schon optimiert, sodass es immer passt. Aber das wird im normalen Leben, ist das schon schwierig, gerade so in Deutschland. Ne? Also, so. Ja. Ja, das stimmt. Aber dennoch gibt es immer noch viele Menschen, die auch Presets verkaufen und auch noch kaufen. Also das finde ich auch immer sehr, sehr interessant. Einfach weil sie natürlich auch wollen, so einen gewissen Look nochmal ja, irgendwie ähnlich auch zu treffen, nachzumachen. Ja. Deswegen absolut vollkommen legitim. Ja, klar. Es ist ja auch kein Stress. Ne? Ja. Also ich meine, Presets ist ja auch was Tolles. Man darf sich halt nur nicht dem Trugschein hingeben, zu sagen, wenn ich jetzt Presets habe, dann brauche ich nie wieder irgendwie ein Bild anfassen. Richtig. So funktioniert es halt nicht. Ne? Deswegen immer dranbleiben, seine eigenen erstellen bestenfalls und dann, ja natürlich wird der eigene Workflow natürlich auch dadurch erleichtert und viele Bilder kann man dann schneller bearbeiten, je nachdem, was man auch vorhat, ob es jetzt Hobby ist oder auch jetzt gewerblich, da ist es natürlich auch zeitgleich Geld und dadurch wird das natürlich noch ein bisschen mehr beschleunigt. Definitiv. Kevin hat auch gerade geschrieben, Titel von dem Bild,
der Bus ist abgefahren. Ja, in der Tat, könnte man wirklich denken. Ja, das so, stimmt. Da ist jemand traurig, ist auch ein Mann, schon wieder verpasst. Stefan hat noch gefragt, worüber suchst du denn deine Models? Ich denke mal bei Instagram auch so ein bisschen. Ne? In der Tat, ja. So Instagram ist so die Hauptplattform, auf der ich mich sowieso bewege. Mhm. Ich hatte mal vor kurzem angefangen, einen Behance-Account zu erstellen. Will ich dann auch ein paar mehr Serien auch hinzufügen. Aber in der Tat ist es wirklich fast nur Instagram und suche da so ein bisschen an. Und ich meine, so die Berliner Community, die ist jetzt auch ja nicht so riesengroß, ne? Man kennt sich so ein bisschen und ja, dadurch kommt man dann natürlich auch schnell in Kontakt und ja, so eigentlich, so mache ich es eigentlich. Ja, das ist doch schön. Und ich glaube, das ist auch eine relativ einfache Art mittlerweile. Ne? Du kannst ja auch, wenn du sagst, ich bin in einer fremden Stadt, kannst du ja entweder auf deine eigene Community zurückgreifen und sagen, hey Leute, ist jemand da oder hat jemand Zeit? Oder man geht halt einfach mal, ich sag mal, es gibt die Location Tags, wo du dann sagen kannst, wer ist denn eigentlich alles so in München zum Beispiel unterwegs? Und notfalls schreibt man die Leute halt einfach an und sagt, hey, ich habe deine Bilder gesehen oder auch jetzt dein Profil gefällt mir ganz gut, ich bin gerade da, hast du Lust auf ein Shooting? Genau so habe ich es gemacht. Ja? Genau so habe ich es hier in München gemacht, bin über den Geotag gegangen oder habe natürlich über Freunde und Freundesfreunde dann geschaut. Genau. Und habe dann auch jemanden gefunden und sie hatte auch netterweise Zeit. Ja, ist doch super. Also es ist mega entspannt und die Community ist ja auch so, es ist... Ich würde auch sagen, größtenteils eher so ein Miteinander. Der Community-Gedanke ist ja sehr groß. Mhm. Und nicht immer so dieses so Gegeneinander sein. Und definitiv. Diese Bildneid sozusagen. Definitiv. So, zurück zum Bild. Hast du da eigentlich durchs Glas geshootet? Ja, oder? In der Tat durchs Glas, ja. Leider sieht man die Spiegelung nicht so ganz. Das doch, sieht man schon da links oben. Hier oben, ne? Ja. Das sieht dann wieder aus wie Dreck. Aber hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gehabt, aber... Das kann man ja künstlich notfalls auch so ein bisschen herstellen. Das kann man, ja. Richtig. Und ja, wo ich denke, genau. Das ist immer so die ersten kleinen Grundeinstellungen, die ich mir hier so tätige. Gehe dann meistens direkt in die Gradationskurve und ziehe mir da hier nochmal eine kleine S-Kurve. Und versuche dann nochmal den Kontrast rauszuarbeiten. Und vor allem in verschiedenen Kanälen hole ich mir die Farbe dann. Ich mache als erstes immer so eine kleine Grund-S-Kurve überall, um den Kontrast der Farben noch so ein bisschen herauszuholen. So, vielleicht mal hier so ein kleines Vorher-Nachher. Das ist Vorher. Das ist Nachher. Und jetzt gehe ich selektiv dann an die Kanäle und gucke, welche Tonung ich gerne mehr hätte. Also so im Licht hätte ich gerne ein bisschen mehr Grün und in den Tiefen ein bisschen mehr Blau, so Blaugrün. Dann wirkt das auch ein bisschen harmonischer und aus meiner Sicht auch sehr, sehr filmisch. Lustig, dass du das so bearbeitest. So. Ungefähr. Ja, damit bin ich relativ zufrieden. Ich mache so einen kleinen Fade-Look rein. Und ziehe einfach so die Tiefe ein bisschen hoch. So ungefähr, genau. Wie gesagt, ich gehe mal so die Reiter immer so Schritt für Schritt durch. Das ist lustig, jetzt mache ich genauso. Ja, immer nacheinander. Und dann aber nochmal zurück. Ja, genau. Immer so hin und her switchen, auf jeden Fall. Kurze Frage, weil es jetzt auch gerade passend dazu kam, vom Alexander. Wieso erhöhst du den Kontrast, um dann die Lichter und den Schatten wieder abzuschwächen? Oder jetzt in dem ersten hast du das kurz gemacht? Richtig. Das ist, ich kann es dir gar nicht wirklich erklären. Die Einstellung, die ich hier vorne mache, ist erstmal wirklich das Bild zu beurteilen, um grob zu schauen, in welche Richtung es geht. So ein bisschen spielen mit dem Bild. Genau, absolut spielen und vor allem, ich mag es dadurch, weil es ja auch wirklich hier im Lowlight-Bereich aufgenommen wurde, mag ich, dass dadurch dann dieses automatische Rauschen auch durch den hohen ISO-Wert dadurch nochmal so ein bisschen unterstützt wird. Also vielleicht ist es ja eine destruktive Arbeitsweise, aber ich mag es dadurch, dass dieses Rauschen dann nochmal so ein bisschen rausgekitzelt wird. Klar, ist ja dein Style, ne? Und als nächstes bringe ich immer so eine kleine Grundschärfe rein mit einem wirklich total niedrigen Radius, 0,5, und dann ziehe das so ein bisschen hoch. Rauschreduzierung mache ich natürlich nicht, weil das ist ja das, was ich haben möchte in dem Fall. Und dann gehe ich meistens auch in den HSL-Einstellungen selektiv an die Farben ran. Ich finde aber hier, dass es schon ein relativ gutes Gesamtbild gibt. Könnt ihr mir aber vorstellen, dass man hier die Rottöne
Die sind hier noch ein bisschen in der Mitte zu stark, lenkt mir noch so ein bisschen alles ab. Und die werde ich noch ein bisschen ja, reduzieren. Mhm. Vielleicht mehr so in den Orange-Bereich reingehen. Und den Himmel noch so ein bisschen abdunkeln. So. Also in der Tat passiert hier jetzt nicht so viel. Sonst bin ich da immer hier wie wild am Rumklicken. Aber so bei dem Bild bin ich relativ zufrieden. Ja, bei der Teiltonung. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Damit hole ich eigentlich so das meiste bei mir immer raus an den Bildern. Weil ich dann in den Lichtern noch eine Farbigkeit hineinversetze. Und wir haben ja hier schon ein Grün. Das möchte ich noch so ein bisschen unterstützen. Und werde hier jetzt nicht zu sehr, auf jeden Fall noch mehr Grün einfügen und in den Tiefen natürlich noch ein bisschen mehr Blau, aber wirklich dann nur so ganz behutsam, ganz wenig. Mhm. Und ansonsten bin ich dann hier auch in der Kalibrierung drin, da bin ich dann werdet ihr dann bei den nächsten Bildern einfach sehen. Hier jetzt hier weniger, aber bei den nächsten Bildern auf jeden Fall in der Kalibrierung mache ich da auch nochmal sehr viel, um da eine gewisse Stimmung rauszukitzeln. Sehr schön. In dem Fall, mal gucken, mal ausprobieren, Schwein, ja, passiert ja nicht ganz so viel. Ich gehe auf jeden Fall nochmal in die Sättigung, um jetzt, damit die Töne nicht zu sehr knallen. So, und bin eigentlich relativ zufrieden damit. Ich werde aber vielleicht noch mal das Licht, was ich hier oben gesetzt habe, hier ungefähr. Ist immer wieder spannend zu sehen, wie oft eigentlich es unterschätzt wird, dass man mit Radialfiltern, Radialverläufen, da super viel reinmachen kann. Ne? Also echt viele von denen. Fotografen, die ich bis jetzt gesehen habe, arbeiten mit Radialfiltern. Ach, Filtern. Ich sag immer Filter. Verläufen. Und es bringt halt echt viel. Ja, ne? Künstliche Lichtquellen. Absolut. Einfach um bestehende Lichter noch so ein bisschen zu verstärken oder auch wirklich das Licht so setzen, wie man das gerne hätte. Ja. Und gerade hier so im Kopfbereich möchte ich noch so ein bisschen, dass man sieht, dass man so den Gesichtsausdruck noch ein bisschen mehr erkennt. Mhm. Werde gleichzeitig die Helligkeit erhöhen, die Lichter aber runtersetzen, dass es nicht zu überstrahlt wird. Und ja, bin eigentlich im Groben ganz zufrieden damit. Und würde als nächstes das Bild von Camera Raw als Smart-Objekt in Photoshop öffnen. Mhm. Um nochmal ein bisschen mit der Farbe zu spielen. Ist ja kein Problem. Auch ganz lustig, hier kann man noch ein paar Meinungen zum Thema über Geotagging zu suchen. Mhm. Weil im Endeffekt wer hat das eben geschrieben? Patrick hatte eben geschrieben, Insta-TFP ist wohl das Einfachste, was es gibt. Ja, es kommt immer drauf an. Also ich glaube, wenn man gerade neu anfängt im Bereich Fotografie und dann nach Leuten sucht, die gerne mit einem shooten sollen, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil man muss sich auch so ein bisschen das Vertrauen aufbauen. Ne? Also, absolut. Wenn du die Leute anfragst, ist es ja so, die gucken sich dein Profil an, die gucken, wer bist du, was für Fotos hast du bisher geschossen, passt das zu dem, wie ich mich shooten lassen möchte? Ne? Oder wie siehst du das? Absolut. Ich habe ja auch, wo ich angefangen habe mit Porträts, ich glaube, ich habe so 100.000 Anfragen rausgeschickt und eine Antwort immer nur so bekommen, weil klar, man konnte durch meine alten Bilder noch nicht so richtig beurteilen, ob ich denn das kann oder wie ich das mache. Und es ist auch immer ein Zeitinvest für die andere Person. Natürlich, ne? Natürlich. Und ja, hatte dann auch Glück und dann ein bisschen rumprobiert, habe experimentiert. Das war auch so meine Intention, die ich gesagt habe, lass uns mal zusammen einfach versuchen. Ich bin noch neu in der Geschichte. Und haben da experimentiert. Und da ist auch schnell für mich dann klar geworden, in welche Richtung es grob gehen wird. Und das Wichtigste in einem Shooting ist sowieso immer das Vertrauen. Ne? Also, dass man so eine menschliche Ebene zueinander aufbaut. Das macht so viel aus. Absolut. Und umso mehr öffnet sich natürlich auch das Modell. Und dadurch werden in meinem Fall die Momente auch noch wirklich viel, viel authentischer. Und das ist ja das, was ich erreichen möchte. Ja. Und ja. Da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Also, die Suche über Instagram kann halt
leicht sein, kann aber auch sehr schwierig sein. Es kommt immer drauf an, ne, was man sucht. Am besten ist ja immer, wenn man neu anfängt, erstmal zu sagen, okay, ich gehe erstmal vielleicht so ein bisschen über Freunde und Familie, über Bekannte, um ein bisschen zu üben. Und dann kann man ja auch schon die ersten Testshots haben und man kann die auch veröffentlichen, damit einfach die Leute, die man dann anschreibt, auch sehen können, was hast denn du bisher gemacht? Das ist ja dein Portfolio im Endeffekt. Absolut, richtig. Und ich meine, im Endeffekt, du hast ja auch schon Berliner Größen da drin. Ne? Also wie gesagt, Maren zum Beispiel ist ja auch jetzt nicht ganz unbekannt. Mhm. Und ich habe auch schon die ein oder andere ja auch schon gesehen, die ja auch super erfolgreich ist im Bereich Influencer-Dasein oder in anderen verschiedenen Rubriken, was ja auch nicht so wichtig ist. Aber solche Leute unter die Nase zu bekommen und vor die Linse zu bekommen, heißt halt eigentlich auch, du musst in irgendeiner Form schon Standing haben. Ne? Also es muss jetzt gar nicht mal sein, dass du irgendwie super berühmt bist, aber du solltest zumindest schon mal irgendwie ein super gepflegtes, einen gepflegten Feed haben, wenn sie dich nicht kennen, sagen wir es so. In dem Fall ja, weil klar, der Feed sagt eigentlich etwas über den Fotografen natürlich aus. Genau. Bei mir ist es halt so, ich habe dadurch, dass ich am Anfang viel experimentiert habe, war es natürlich sehr, sehr kunterbunt. Und man wusste nicht so, welche Richtung soll das jetzt gehen oder wie ist dann denn die Bearbeitung. Und jetzt so langsam finde ich so ein bisschen eine einheitliche Richtung und dann kann man schon ein bisschen mehr und besser einschätzen, wie sind denn meine Bilder am Ende. Und da schaut das Modell natürlich auch sehr, sehr drauf. Und aber umgekehrt ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt auf den verschiedensten Seiten bin, gucke ich auch so, gefällt mir der Feed, wie ist die Stimmung natürlich. Du suchst ja auch die Models auch so ein bisschen. Ist der Ausdruck, Gestik, Mimik, ganz wichtig, wie ist die Ausstrahlung. Genau. Das muss ja auch passen. Ne? Natürlich, ja. Und bei dir ist halt der große Vorteil, du hast halt auch eine sehr konsistente Art, Bilder zu bearbeiten, auch wenn sie sich ein bisschen unterscheiden, aber vom Stil her ist es ja alles in diese Moody-Richtung. Und wenn die Leute dein Feed sehen, dann entdecken sie, okay, das ist halt dein Style und entweder er gefällt dir oder er gefällt dir nicht. Richtig, ne? Richtig. Und das ist halt schön einfach. Wenn du halt natürlich 1000 verschiedene Styles hast, dann musst du dann erst nochmal erklären, was hast du eigentlich vor mit der Person. Ne? Und man muss halt auch sagen, es hilft auch ein bisschen, wenn man ein paar Follower hat. Es ist hilfreich. Ja, das stimmt schon. Es ist halt auch so ein Trust-Ding. Ne? Wenn du siehst, du hast ein paar tausend Follower, wenn man das sieht, dann denkt man nicht, okay, ich weiß jetzt noch nicht, wie gut das ist, sondern denkt man, okay, zumindest kann die Person was, weil sonst würde halt irgendwie da keine Community drumherum entstehen. Ja. Ne? Von daher, es ist immer hilfreich, wenn man da irgendwie eine kleine Zahl hat, aber es ist kein Kriterium, kein Ausschlusskriterium. Nein, natürlich nicht. Also letztendlich kommt es natürlich auf die Fertigkeiten des Fotografen an, egal wie viele Follower er hat. Aber natürlich, wenn man schon ein paar hat, dann ist natürlich die eigene Community auch ein bisschen größer und teilt das vielleicht auch, ne? Also wirklich um diesen Community-Gedanken nochmal zu unterstützen, man teilt das und gibt dann vielleicht auch nochmal Hinweise, dass man da auch da eine Freundin hat oder da jemanden, der auch gerne fotografiert werden möchte und so fügt sich das am Ende alles. Ja, das ist auch sehr, sehr interessant. Also ich glaube, da können wir auch uns nochmal irgendwann vertiefen, wenn da nochmal Bedarf besteht, aber man darf sich einfach nicht abschrecken lassen. Nee, finde ich jetzt auch so. Aber Jan hat auch geschrieben, oh Mann, da kann man auch, im Sinne von bestätigt das, man kann auch einfach mal bei einem Shooting, kann es auch vorkommen, dass man einfach nur quatscht und die Bilder sind dann irgendwie nur Nebensache und das da gebe ich dir auch vollkommen recht, Jan, das Wichtigste ist wirklich das Zwischenmenschliche. Ne? Du kannst noch so ein gutes Model vor deiner Nase haben, wenn die Person sich nicht sicher in deinen Händen fühlt und nicht jetzt, es sei denn, die ist super professionell und kann das überspielen, was halt nicht oft der Fall ist. Ne? Also es ist dann das ist schon schwieriger, aber das macht halt sehr, sehr viel aus. Ne? Absolut. Also ich liebe es zum Beispiel wirklich auch mit Models zu fotografieren, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Zum einen habe ich das Gefühl, dass teilweise die Momente authentischer sind, ne? Als wenn ich mit jemandem shoote, der schon sehr kameraerfahren ist. Sie weiß natürlich dann, wie etwas wirkt, wie die Pose sein muss und wie etwas aussieht. Und das will ich mit meinen Bildern noch nicht so erreichen. Also ich will wirklich eher einen authentischen, zufälligen Moment haben, so einen filmischen. Und deswegen shoote ich da gerne mit Leuten, die dann nicht so viel Kameraerfahrung haben. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch einfacher, mit Leuten zu shooten, die viel Erfahrung haben, weil die das natürlich auch genau wissen. Also das ist so ein Fluch und Segen für mich, also finde ich, gleichzeitig. Und je nachdem, was für ein Bild man erreichen möchte, was für einen Stil man hat, oder auch welche Szenerie man gebaut hat dazu. Lass dich mal ein bisschen weiterarbeiten, damit wir noch ein bisschen zur Bearbeitung kommen. Sorry. Aber ganz entspannt. Ja, ich find das super halt, über solche Themen zu sprechen, weil es halt auch wirklich sehr viel ausmacht, ne? Diese Herangehensweise und das ist halt einfach enorm wichtig.
dieses Vertrauen zueinander, das aufzubauen, gerade beim ersten Shooting, das macht so viel aus. Gerade eben, wenn du halt eben Leute vor der Kamera hast, die vielleicht noch nicht so ganz sicher sind davor oder die halt auch noch nicht so viele gemacht haben. Und dann kriegst du halt natürlich Ergebnisse, die komplett entgegen dem sein könnten, wie total gestellte Bilder, weil man halt irgendwie zu ängstlich ist, um halt aus sich rauszugehen. Natürlich, natürlich. Das Erste, was ich immer mache, ist wirklich erstmal hinsetzen, Kaffee trinken zusammen und dann über Gott und die Welt quatschen. Und da merkt man ja auch schon, ne? So, was sind Interessen, was sind die Hobbys, und da merkt man ja auch Gemeinsamkeiten, Unterschiede, und dadurch hat man dann so eine gemeinsame Ebene, die das Shooten auf jeden Fall um einiges nochmal vereinfacht. Ja. Patrick schreibt auch, er bittet das Model vielfach, wenn sie wenig Erfahrung hat, ihre beste Freundin oder ihren besten Freund mitzubringen oder festen Freund, und das macht immer sehr viel aus. Ja, ist auch eine Erfahrung. Auch eine gute Idee, ja. Das stimmt. Glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das stimmt. Ja. Also was ich immer gemacht habe, ist zu sagen, man macht vorher was zusammen. Also gerade wenn ich die zumindest schon mal so einmal irgendwie kennengelernt habe, die Leute, dass man sagt, okay, komm, wir gehen erstmal kurz irgendwie, nur uns einen Milchshake und chillen uns mal kurz irgendwie ans Wasser oder so und quatschen einfach ein bisschen, damit man einfach schon mal eine kleine Ebene aufgebaut hat. Und dann, und das finde ich halt so interessant bei dir, du versuchst halt, wie du gesagt hast, ne, so zufällige Momente einzufangen, die aber wirklich an sich abgekapselt einfach einen eigenen Moment ergeben und super schön sind. Mein Ziel war es zum Beispiel immer, und ist es eigentlich immer noch, ich habe einen bestimmten Blick von einer Person, den ich einfangen will. Also ich rede mit der Person und dann sehe ich einen Blick oder eine Gestik, eine Mimik, die mir super gut gefällt, und ich versuche genau diesen Moment nochmal einzufangen, weil ich die Person dann so sehe und das halt gerne dann eben auch so dann auf den Feed bringen würde. Was aber nicht so einfach ist, ganz klar, ne? Du musst ja dann irgendwie auch erreichen, dass dieser Moment kommt. Und das ist eigentlich ganz lustig. Also was zum Beispiel auch ganz so gut funktioniert, ist, wenn du Leute auf der Straße fotografierst, dass du die einfach mal mitten auf die Straße stellst, ne? Weil es dauert ein bisschen, bis sie sich eingewöhnen, aber sobald die dann drin sind und vor allen Dingen, wenn andere Leute dazukommen, das passiert ganz oft, die dann irgendwie dumme Grimassen machen, ne? Und dann wartest du kurz, bis sie weg sind, und dann fangen die Models häufig an zu lachen. Mhm. Und da hast du eigentlich die Möglichkeit, da coole Fotos zu machen, weil da sind sie halt wirklich authentisch. Absolut. Gerade wenn es um lächelnde Bilder geht. Absolut. Ne? Ja. Kann ich alles befürworten. Gebe ich dir recht. So. Ich gucke gerade hier nochmal in der Farbbalance, ob ich nochmal ein paar Farben verstärke. Werde das hier wirklich auch ein paar Prozent Deckkraft machen. Habe vorhin hier nochmal in der selektiven Farbkorrektur mir die Haut noch ein bisschen angeschaut. Fand ich vorher ein bisschen zu gelblich. Habe ich noch ein bisschen Magenta hinzugefügt. Und bin da so eigentlich ganz zufrieden. Ansonsten könnte man jetzt nochmal überlegen, hier das noch ein bisschen abzudunkeln und wirklich einen Fokus auf das Licht und auf das Model zu setzen. Das mache ich in unterschiedlicher Art und Weise, aber ich glaube, es am einfachsten ist, wenn man nochmal ganz kurz in Camera Raw reingeht und ziehen uns dann nochmal einen kleinen Radialverlauf. Also was machst du jetzt? Du hast ja jetzt schon die erste Bearbeitung gemacht und jetzt gehst du nochmal in der zweiten Fuhre quasi drüber. Richtig, richtig. Also ich versuche dann in Photoshop selbst, habe ich ja verschiedene Lookups nochmal. Es gibt ja vorgefertigte Color Lookups von Photoshop. Die sind hier und da mal hilfreich. Da schaue ich mal, ob ich so ein paar dann immer für ein paar wenigen Prozent mit anwenden kann. Aber vor allem in Photoshop werde ich dann nochmal so an die Haut gehen. Sachen, die mir an der Haut nicht gefallen, falls etwas da sein sollte, oder beziehungsweise auch die Farbe der Haut. Das ist ganz wichtig, weil wenn die Hautfarbe nicht realistisch oder nicht authentisch echt aussieht, dann ist auch oft das ganze Bild dann auch zu surreal. Klar. Und deswegen gehe ich da hier nochmal selektiv dann ran. Und das gefällt mir eigentlich so ganz gut. Ich werde hier nochmal, weil ich gerade von der Haut sprach, sonst mache ich das immer gleich als Erstes. Was natürlich eine destruktive Arbeitsweise ist. werde ich nochmal schnell hier zwischen reinfügen. Ansonsten mache ich meistens alles mit einem Reparaturpinsel. In dem Fall, wenn man jetzt mal richtig nah rangeht, sieht man schon diese schöne Körnung. Aber hier ist an der Haut alles okay. Was mich nur ein bisschen stört, ist hier so dieser Schatten, der hier ist und der von hier kommt. Den kann man eigentlich noch ein bisschen absoften. Mache ich mal gerne mit einem Kopierstempel mit ganz wenig Deckkraft, genau, und das geringeren Fluss.
Also gehst nicht über Dodge and Burn, sondern tatsächlich ganz klassisch. Kommt drauf an. Also ich komme ja so, früher habe ich so sehr viele Beauty-Retuschen gemacht und so Cover-Magazine bearbeitet. Und da ist es ja so eine High-End-Beauty-Retusche und da bist du ja wirklich stundenlang nur mit Dodge and Burn beschäftigt. Oh ja. Und aber das verfälscht natürlich auch vieles. Auf der einen Seite kannst du natürlich Licht und Schatten einmalen, das ist gut, aber kann auch vieles verfälschen. Und ich habe mir jetzt so gedacht bei meinen Bildern, ich möchte so natürlich wie möglich sein und nicht so viel verändern. Und was ja auch was Schönes ist. Ne? Also. Ja, also für mich hat alles seine Daseinsberechtigung. Klar, gerade zum Beispiel auch in der Werbung, die ganzen Hochglanzbilder. Mhm. Wäre sicherlich schöner, wenn da teilweise mehr Authentizität mit dabei ist, sicherlich klar. Aber trotzdem, man ist das ja gewohnt, dass sie auch so wirklich total clean sind, total gut bearbeitet sind. Das ist mir ja alles schon irgendwie auch gewohnt. Und ja, ist wie so eine Art gelerntes Verhalten. Ja, ist auch schön. So, jetzt habe ich hier, versuche ich das so ein bisschen mit dem Kopierstempel zu verwischen. Werde das aber nicht ganz so sehr machen, ein bisschen mit der Deckkraft runtergehen. Genau. Hast du das mal ausprobiert mit dem, wie heißt das auf Deutsch, ist es das Ausbessern-Werkzeug? Ja, das nehme ich dann eher so wirklich bei Gegenständen, bei Haut habe ich es noch nicht gemacht. Mhm. Würde mich nur mal interessieren, wie das jetzt hier bei dem Schattenverlauf funktionieren wird. Muss jetzt nicht machen, aber. Ja, ich hab's ehrlich gesagt noch nicht probiert, also ich weiß gar nicht, wie das hier funktioniert. Ich mache das immer dann wirklich, wenn ich irgendwelche gewissen Lichter oder irgendwelche Gegenstände verschieben möchte oder, ja, ausbessern werden. Ja, alles gut. Ich meine, wir haben ja mit Photoshop fast ein Dutzend oder mehr verschiedene Möglichkeiten, das Ganze hier auszubessern. No. Von daher ist es ja kein Verdruss, dass man da jetzt eine bestimmte Methode vorzieht. Genau. Als nächstes würde ich gerne, dass ein paar Lichter noch so eine kleine Überstrahlung haben. Und das male ich dann auch immer sehr selektiv rein. Mhm. Da nehme ich dann aber meistens einen sehr, sehr großen Pinsel. Jan schreibt schon kein Grafiktablett am Start. Arbeitest du auch mit dem Grafiktablett? Sehr gute Frage. Also ich in der Tat früher sehr, sehr viel und nur. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das immer mitschleppen überall hin, wenn ich unterwegs bin. Oder also ich nehme es ab und zu mal noch zu Hause, aber irgendwie hat mich so der Workflow mit einer Maus. Finde ich irgendwie ein bisschen für mich einfacher oder für mich dieser Workflow hat sich sehr herauskristallisiert. Kann ich verstehen. Also ich meine, es gibt ja auch bei uns, wir hatten auch, ich habe es ein paar Mal schon erzählt in Streams, wir haben ja auch da völlige Puristen, die dann mit dem Trackpad arbeiten ne, und dann damit bearbeiten. Kann man auch machen, ne? Also es ist jedem selbst überlassen. Ich glaube, da sollte man auch nicht urteilen, weil ne, jeder hat seine eigene Präferenz. Aber ist ja kein Muss. Ich habe in der Tat, als ich mit Photoshop angefangen habe vor 7, 8 Jahren, ich glaube so 2, 3 Jahre wirklich alles nur mit der Maus gemacht und auch wirklich Composings gemacht mit einer Maus und alle schon immer von außen gesagt hat, ja, du musst auf jeden Fall ein Grafiktablett holen. Dann habe ich mir das dann irgendwann mal gekauft und da kam ich irgendwie gefühlt nicht so richtig klar damit und nicht so rein. Ich habe geübt und geübt und teilweise war ich komischerweise, verstehe ich bis heute nicht, mit einer Maus noch viel genauerer als mit dem Grafiktablett. Ja. Und dann habe ich es mal genutzt, wenn ich es mal, wenn ich wirklich auch mal Zeit dafür hatte, aber trotzdem immer irgendwie so Mausloser gewesen. Ja, ist ja kein Stress. Ne? Ja, nee, überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Die Lorena, der zum Beispiel jetzt hier im Stream davor hatte, ja mit dem Cintiq gearbeitet, was ich auch ganz interessant finde. Mega gut. Haben wir auch da. Also wenn du magst, können wir das gerne auch mal ausprobieren morgen oder so. Weil das ist natürlich schon mal eine ganz andere Geschichte. Wenn du auf dem Bild draufmalen kannst. Ja, ja. Ne? Weil Grafiktablett war zum Beispiel auch nie so meins. Ich finde es zwar ganz interessant zu sagen, hey, du kannst dann praktisch dann hier ne, arbeiten, aber ich mochte dieses nicht draufschauen nicht so. Auch wenn man sich da schnell dran gewöhnen kann. Das war nie so ganz meins. Ich habe es in der Tat noch nie ausprobiert, aber schon oft gesehen und dachte mir so, wow, also was halt alles möglich ist. Ne? Ich mache mal vor 10 Jahren, hast du halt wirklich nur Photoshop gehabt und am Computer, am Rechner. Und mittlerweile kannst du ja das Ding überall mitnehmen und von unterwegs aus arbeiten und damals war es noch mit diesen Möglichkeiten auch die Rechenpower, ne? Die Rechenpower. War das CS3 oder CS4 vor 10 Jahren? Ich weiß gar nicht mehr. CS3, glaube ich. Mit CS3 habe ich angefangen, genau. Ja. Ja. Das ist krass, ne? Wie schnell sich das alles verändert.
Genau. So, ich habe jetzt hier nochmal selektiv mit dem Pinsel mir so ein bisschen Licht reingemalt, so ein bisschen eine Überstrahlung zu schaffen. Ja, unterstützt für mich nochmal so diesen filmischen Look, gerade wenn zum Beispiel eine Kamerafahrt ist und wie so eine Art Lichtreflex entsteht oder ist an sich schon sehr, sehr überblendet. Und ja, würde jetzt vielleicht nochmal gucken mit der Gradationskurve. Also wie gesagt, viele Schritte mache ich manchmal 2-3 Mal, um dann wirklich auf einen guten Look zu kommen. Und manchmal wirklich nur mit ein paar Prozent und sehr minimal. Und würde sagen, bin da eigentlich ganz zufrieden mit, so wie es jetzt gerade ist. Und wäre damit mit diesem Bild auf jeden Fall schon mal fertig. Du machst tatsächlich auch, also du bist auch, wie ich jetzt gesehen habe, auch ein Fan davon, das Model an sich naturbelassen zu lassen. Ne? Mhm. Also zu sagen, okay, ich mache da nichts mit Verflüssigen, kein nach links wischen Werkzeug, keine Schönheitsflecken, Retouch, Makel raus. Was jetzt auch bei einem Moody-Bild gar nicht so schlimm ist. Ne? Also im Endeffekt ist es ja so, man sieht ja sowieso nicht so klar. Ganz genau. Und es soll auch nicht Hochglanz sein. Richtig, richtig. Also ich bin in der Tat auf jeden Fall hier natürlich nicht so nah dran, dass ich jetzt jeden Pickel sehen würde oder so. Wenn man es sehen würde, würde ich schon groben wegmachen. Mhm. Aber meistens sieht man das kaum. Und dadurch, dass ich also eher mit Licht und Schatten spiele, fällt das auch dann nicht mehr so auf. Es sei denn, es ist wirklich mal ein unschöner Schatten, dann versuche ich den so ein bisschen zu verbessern. Oder ich bin auch näher dran bei einem Porträt, was ich schieße. Klar, dann gucke ich da schon ein bisschen, dass das, sag ich mal, im Groben sauber ist. Aber ich will es schon so authentisch wie möglich belassen. Mhm. Das ist da schon mein Ziel. Wie ist das mit, wie hast du das Foto eigentlich, also wie hast du eine Kamera, sagen wir es mal so, für dich eingestellt, damit du jetzt eben dieses Foto so haben konntest, wie du es wolltest? Ich meine, eine Sache ist ja zum Beispiel der Fokus, ne? Gerade bei dunkleren Begebenheiten. Mhm. Bei Sony funktioniert, bei den neuen Sony funktioniert es ganz gut, aber vielleicht auch für diejenigen, die jetzt noch nicht das neueste, die neuesten Kameras haben, ist es ja auch ein bisschen schwieriger mit dem Fokussieren. Wie machst du das bei dir? Hast du da bestimmte Einstellungen? Also das zum Beispiel bei diesem Bild war ja eine blaue Stunde. Ich habe dann den ISO erstmal so weit wie möglich hochgeschraubt, um zu gucken, wo befinde ich mich erstmal und wie kann ich den Fokus setzen. Ich meine, du sagtest schon, die Sony-Kamera, die setzt den Fokus ja unglaublich gut. Mhm. Also die findet die noch in tiefsten Dunkelheit, findet die noch das Auge und fokussiert das Auge. Vor allem der Nachführ-Autofokus, der ist auch absolut, so eine absolut, Bombe. Absolut, das ist unglaublich. Absolut. Aber ansonsten natürlich ruhig halten erstmal. Den Fokus arbeiten lassen. Also ich habe ja angefangen mit einer 550D damals und dann saß ich dann auch erstmal so ein paar Sekunden und habe den Fokus erstmal suchen lassen und wenn ich dachte, er hat ihn dann gefunden, dann habe ich abgedrückt. Habe natürlich erstmal das Bild so ein bisschen heller gemacht, damit ich auch beurteilen kann, wo er sitzt und dann wieder im Nachhinein runtergedreht. Bei der Sony ist es natürlich einfacher. Da kannst du es geht auch viel schneller mittlerweile. Natürlich. Ja, klar. Richtig. Klar. Und wie ist das bei dir mit ISO? Hast du einen ISO-Cap bei dir drin, wo du sagst, also kannst du bei der Alpha 7 R3 kannst du zum Beispiel einstellen, dass die Bilder, wenn du die auf ISO-Auto stellst, ne, dass sie nur zwischen Beispiel, ne, zwischen 100, ISO 100 oder und ISO, ja, bei Sony, bei der geht es jetzt tatsächlich sogar noch bis 6000 rauschfrei, wenn nicht sogar mehr. Hm. Also sagen wir, dass du zum Beispiel das als Range angibst oder sagst du ohne Limit? Komplett ohne Limit, würde ich sagen. Also ich bin selten in den Fällen, wo ich jetzt einen ISO 5, 6000 brauchen würde. Also da war ich bisher, glaube ich, ganz, ganz, ganz selten. Mhm. Dadurch, dass ja meine Bilder sowieso schon sehr dunkel sind. Das heißt, ich brauche meistens immer nur ein bisschen ISO, um vielleicht ein paar Details in dem Fall im Gesicht noch zu bekommen. Ja. Aber ich habe da auch, also ich setze mir da auch kein Limit. Also ich versuche schon immer mit relativ wenig ISO zu schießen, dann, weil ich ja ein viel, viel dickeres Korn im Nachhinein einfüge. Aber in dem Fall unterstützt es ja meinen Bildstil. Und ich weiß ja nicht, klar, für dich ist es natürlich. Ich glaube, in dem Fall hier habe ich. Wir können ja dann immer genau. In Camera Raw steht es natürlich auch drin, mit welchem ISO ich hier dieses Bild geschossen habe, mit ISO 1000. Und das ist, das geht genau, ja. Also offene Blende natürlich, also das ist auch immer so. Ja, vor allen Dingen bei deiner Blende mit 1.4, ne? Also da kannst du noch, wie gesagt, mit der Alpha 7 R3, du kannst halt den ISO so hochhauen und es bleibt trotzdem größtenteils rauschfrei, was halt natürlich bei den neueren Kameras echt gut funktioniert. Bei den älteren ist es halt noch so ein Ding, da sollte man ja
Ich sag mal, früher war so der Richtwert nicht über ISO 500. Ne? Richtig, ja. Richtig. Aber das ist ja mittlerweile auch kein Gang und Gäbe mehr, ganz und gar nicht. Das kannst du ja mittlerweile ja, Nikon so hochhauen. Und, ja, Nikon und Canon haben da ja auch nachgesetzt. Und das ist ein super Rauschverhalten, was die haben. Und ja, auf jeden Fall kannst du damit auch um einiges hochdrehen. Ja. Coole Geschichte hier vom Kevin hat dann eben mal gefragt, ein guter Fotograf braucht keine Bildbearbeitung. Wie würdest du mit dieser Aussage umgehen? Kennt man ja auch immer wieder, ne? Ja, natürlich. Das ist mal so eine große Diskussion. Also ich gebe dir auf jeden Fall zum Teil recht. Das Wichtigste ist das Bild selbst erstmal so, wie es geschossen wird. Ne? Also es muss schon ein authentischer Moment sein. Es muss ein ehrliches Bild sein. Und eine Bildbearbeitung ist meistens immer nur so ein Extra und unterstützt vielleicht eine gewisse Stimmung. Und ich finde auch, das Bild muss an sich von alleine schon gut wirken. Aber in meinem Fall, dadurch, dass ich auch wirklich diesen sehr, sehr dunklen Bildstil habe, diese etwas übertriebene Bearbeitung auch bewusst, ist bei mir natürlich eine Postproduktion oder die mit Photoshop die Nachbearbeitung sehr, sehr wichtig, um da wirklich eine Farbigkeit auch reinzubekommen. Ja. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, Joachim. Ja, also ist ja auch jedem selbst überlassen. Im Endeffekt ist natürlich. Es ja auch nicht notwendig, dass man ein Bild bearbeitet, sondern man sagt ja, ich will ja einen bestimmten Effekt erwirken und habe ein gewisses Bild im Kopf, das ich gerne hier drauf übertragen würde. Und das Bild ist nur meine Leinwand. Klar, es gibt auch genug, ich weiß nicht, wie man es nennt, Puristfotograf, pure Fotografen, ich weiß es nicht genau, die wirklich einfach nur so fotografieren, ohne irgendeine Form von Bildbearbeitung zu machen, was man auch gut machen kann. Es ist aber heutzutage, muss ich auch ehrlich sagen, es ist halt so eine schnelllebige Welt. Ne? Und ich sag mal, je perfekter das Bild sein soll, also je weniger du bearbeiten willst, desto mehr Vorbereitung musst du halt vorher treffen. Ne? Da muss halt dann das Lighting stimmen, da muss das Model perfekt irgendwie stehen. Da muss, wenn du zum Beispiel irgendwas mit Wind machst, dann müssen die Haare perfekt fallen. Also das sind so viele Komponenten, die du teilweise gar nicht beeinflussen kannst, gerade als Amateur, sagen wir es mal, in Anführungszeichen. Also als jemand, der jetzt vielleicht nicht unbedingt im Studio arbeitet oder halt ein riesen Repertoire an Hilfselementen hat, inklusive einem Assistenten, der einem dann hilft, ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Also gebe ich dir auch recht und natürlich auch dir, Kevin. Aber ja, schöne Ansicht auf jeden Fall. Vor allem, ich merke es auch gerade selber, ich bin ja auch so ein bisschen gerade so in die Analogfotografie eingestiegen. Oh, okay. Und wirklich ganz, ganz frisch. Habe mir erstmal so vier, fünf verschiedene Filme gekauft. Habe netterweise von meinem Chef eine alte Analogkamera aus den 70ern bekommen. Ach, krass. Eine Canon AX1, glaube ich. Und bin da wirklich erstmal raus und habe rausprobiert. Und das Ding ist natürlich, man ist es gewohnt, in der Digitalfotografie sofort ein Feedback zu haben, wie sieht das Foto aus, okay, muss ich vielleicht hier nochmal an der Brennweite, muss ich an der Blende noch was machen, an der Verschlusszeit. Und das kannst du natürlich da nicht beurteilen. Du siehst es nicht. Du kannst hoffen, dass es eventuell was geworden ist. Und so setzt du dich natürlich noch viel, viel tiefer mit der Materie auseinander und macht auch wirklich unglaublich Spaß. Und da ist natürlich wirklich das Einzelbild an sich willst du natürlich so perfekt wie möglich gestalten und erschaffen. Und deswegen überlegst du zweimal, ob du jetzt abdrückst oder nicht. Und ist ein netter Gedanke, ist nochmal so ein bisschen back to the roots, zurück zur echten Fotografie. Auch das, was Kevin da gesagt hat. Aber wie gesagt, also in meinen Bildern will ich natürlich einen ganz anderen Effekt erzielen. Da geht es um diesen Moment, aber gleichzeitig auch über diesen Stil, über diese übertriebene Bearbeitung, über dieses Moody, ein bisschen dunkler. Und ja, aber nichtsdestotrotz, sehr schön. Cool. Sehr, sehr cool. Stefan fragt auch, bist du hauptberuflich Fotograf oder womit verdienst du dein Brot? Hattest du ja am Anfang erwähnt kurz, ne? Genau. Ich bin Konzepter in einer Berliner Digitalagentur. Und was mache ich? Ich entwickle eigentlich Ideen für unsere Kunden im Social-Media-Bereich. Mhm. Also es sind verschiedene Social-Media-Kanäle, die ich da betreue. Hauptsächlich Facebook und Instagram. Und überlege mir einzelne Kampagnen, die eine gewisse Laufzeit haben. Also es kann von einem halben Jahr sein, kann bis zum Vierteljahr, aber natürlich auch einen einzelnen Facebook-Post oder Instagram-Post oder eine Story oder sonst was. Und das ist in der Tat mein Hauptberuf. Und das der ganze fotografische Part ist wirklich nur Hobby. Das ist so der Ausgleich, den ich da habe. Und mich da auslebe, so oft es natürlich möglich ist bei mir.
Genau. Ja, ja, sehr schön. Ja. Semikolons hat auch geschrieben, ein Bild ohne Rauschen ist wie eine Suppe ohne Salz. Ja, auch ein schöner Spruch. Ja. Sehr gut, den muss ich mir merken. Sehr ja. gut, sehr gut. Ich gucke jetzt mal ganz kurz nochmal auf YouTube, auf den Chat, weil ich ja versprochen habe, ab und zu auch da reinzugucken. Aber wie gesagt, immer gerne auf adobelive.com kommen. Da ist nämlich unser eigentlicher Chat, aber klar, müsst ihr natürlich nicht, ihr könnt trotzdem auf YouTube bleiben. Aber auch hier schön von Josephine. Liebe Grüße aus Hannover. Toll, dass Christian bei euch ist, hat sie geschrieben. Und er. Ein großartiger Fotograf. Ne? Und hier meine Frage. Dankeschön. Wie und wann entscheidest du, welche Farbtemperatur oder welche Farbtemperaturen beziehungsweise welcher Farbton du dem Bild verleihen möchtest? Oh, das ist eine gute Frage. Ich mache das in der Tat absolut on the fly und das werde ich auch noch bei den Bildbearbeitungen der kommenden Bilder so noch sehen. Es kommt ein bisschen drauf an, was für künstliche Lichter noch in der Umgebung sind, finde ich. Mhm. In dem Fall, in dem Bild, was wir jetzt gerade sehen, sind viele blaue Töne. Also versuche ich da irgendwie so einen Konsens zu schaffen zwischen warmen Tönen im Licht und in den Tiefen eher einen kälteren Ton und versuche da immer so ne, die Komplementärfarbe dazu zu finden. Und ja, kommt aber natürlich auch drauf an, hier in dem Fall passt es noch zusätzlich, sie hat eine silberne Jacke an, da passt dieser Blauton nochmal viel, viel besser. Es sind so viele verschiedene Faktoren und ja, beurteile ich eher so von Bild zu Bild. Ja, kann man gar nicht so pauschalisieren. Klar, klar. Findet auch noch geschrieben, aber analoge Negative müssen doch auch entwickelt werden. Das ist ja auch Nachbearbeitung. Richtig, natürlich. Ja. Das ist auch eine Nachbearbeitung. Eigentlich aber es ist natürlich nicht ganz so viel in dem Fall, ne, wie ich das zum Beispiel jetzt hier bei diesem mache. Ja, vor allen Dingen, du hast ja auch, ich sag mal, klar, zu einem gewissen Grad ist es das schon, aber es kommt ja zum Beispiel auch darauf an, was für einen Film du verwendest. Mhm, ne? Natürlich. Je nachdem kann das Bild anders aus von der Farbgebung, aber du kannst halt nicht wirklich auf das Bild Einfluss nehmen. Mhm. Ne? Also das Motiv Richtig. An sich kannst du nicht wirklich verändern. Du kannst die Farbgebung verändern, ja, auch nicht großartig, sondern es ist eigentlich immer wie eine Art Filter, den du drauflegst. Mhm. Ne? Ein Preset, wenn man so möchte. Die Oldschool-Presets. Ein analoges Preset. Ja, im Endeffekt ist es ein Preset, ne? Ja, aber es ist halt natürlich eine andere Art. Ne? Ja, also, natürlich. Du hast viele verschiedene Filme, die zu verschiedenen Stimmungen passen. Also ich habe mir jetzt als Beispiel mal den Portra 800 Film gekauft. Mhm. Und ich weiß, und habe mir das nochmal so ein bisschen erklären lassen, man setzt den dann die Kamera auf einen ISO 500, obwohl es ein 800er Film ist. Und der Film gerade soll im Lowlight-Bereich sehr gut sein. Dadurch sollen gerade so die künstlichen Lichter nochmal besonders hervorstechen, auch nochmal einen Farblook bekommen. Und ja, also das, wie gesagt, lerne ich gerade, was so die verschiedenen Filme so auf das Bild für eine Auswirkung haben. Wahnsinn. Ja. Ja. Und selbst Schwarz-Weiß-Filme gibt es so viele verschiedene und natürlich mit einer anderen Körnung, ne, mit einem anderen Kontrastverhältnis. Und finde ich auch immer interessant, wenn du im Bereich Video unterwegs bist und dann halt praktisch diese Looks von verschiedenen Kameras auf den Film drauf machen kannst. Ja, ne? Also irgendwie so eine Arri oder eine Red oder was auch immer. Ne? Also da gibt es ja ganz viele verschiedene. Im Endeffekt, ich meine, das Digitale ist nichts anderes als eine Kopie vom Analogen, ne? Dass du halt versuchst, im non-destruktiven Weg hier einzufüllen. Das ist also was Schönes. Ja, und Patrick hat geschrieben, vom Bearbeiten und Nicht-Bearbeiten, ich durfte die Bilder von Brian Adams auch nicht bearbeiten. Okay. sehr gut. Wollte er wahrscheinlich nicht. Ja, wollte er nicht. Vielleicht nicht. Ja. Genau, und Stefan hat gefragt, Weißabgleich manuell oder Auto? Ich mach den immer auf Auto. Ich muss dann gar nicht erst groß noch mir Gedanken machen, wie ich den Weißabgleich jetzt einstellen muss, sondern ich lasse den immer auf Auto. Ich weiß sowieso, meine Bilder werden im Nachhinein bearbeitet. Und da kann ich den Weißabgleich, wie ihr gesehen habt, ja absolut nochmal einstellen. Deswegen Klar. Auto. Klar. Ja. Machst du auch mal Fotos komplett manuell oder sagst du eigentlich überhaupt nicht meins? Komplett manuell. Also, dass du wirklich alles manuell einstellst. Also wirklich alles manuell, nee. Das mache ich in seltenen Fällen. Also dafür habe ich ja die Technik, damit sie mir so ein paar Sachen auch vereinfacht. Also ich shoote auf jeden Fall im manuellen Modus, also Blende und Zeit, ISO natürlich. Aber das, wo ich auf jeden Fall technische Unterstützung habe, ist der Autofokus, der sehr, sehr hilfreich ist, und der Weißabgleich. Und alles andere mache ich dann schon eher manuell. Klar. Super cool. Schön.
Gut, dann haben wir jetzt ein erstes Bild. Vielleicht magst du mal vorher und nachher gerade machen hier. Ja, genau. Also vielleicht erkennt man da noch nicht ganz so. Also das ist jetzt erstmal nur, was in Photoshop passiert ist. Und gehen wir mal... Warte. Ja, kein Stress. Jetzt überlege ich gerade, wie kann man denn den Smart... Filter hier ausstellen. Beziehungsweise du könntest, die Einstellung darüber. Du könntest das Bild kopieren und dann rastern, die Ebene rastern. Ja, genau. Ich mach das mal. Genau. Command J und dann. Und du weißt ja, wie es läuft. Rechtsklick drauf. Ja, pass auf, ich mache hier nochmal. Ach, machst du mal was anderes? Ich mach das rückgängig. Okay, das ist kein Problem. Damit man wirklich vorher nachher sieht. Und wahrscheinlich wird es jetzt, ich weiß nicht, ob das dann zu dunkel ist. Gucken wir mal. Und zwar. Ah, du willst es so machen mit vorher nachher, okay. Ja, genau, das ist vorher nachher besser erkennt. Ich verstehe. So. So, den umständlichsten Weg, aber ich habe es wirklich geschafft. So, genau, dann machen wir nachher, vorher. Und. Du haust sie aber dann auch nicht mehr irgendwie in Lightroom rein oder so? Gar nicht. Gar nichts mehr. Nee. Also, ich komprimiere die direkt jetzt dann hier, lass sie kleiner rechnen, füge dann nochmal ein Grain hinzu. Das kann ich vielleicht auch nochmal im nächsten Bild zeigen. Oder genau, wie ich den Grain nochmal selektiv hinzufüge. Und ja, hau das dann in Dropbox, dann aufs Handy und dann auf dem Handy nochmal geguckt, vielleicht nochmal minimale Anpassung und dann wird es gepostet. Genau. Nice. Ja. Nice. Holger hat eben auch noch gefragt, hat der Weißabgleich eine Auswirkung auf RAW-Fotos? Ja, Stefan hat auch schon gemeint, halt normalerweise nicht, aber du kannst halt, ja, also im Prinzip alles, was Stefan gesagt hat, ist schon mal ganz gut hier. Brauchst du eigentlich gar nicht mehr. Nee, also der Weißabgleich hat überhaupt keinen Einfluss auf RAW. Dadurch, dass es ein absolutes unkomprimiertes Dateisystem ist und du dich ja sowieso in der Postproduktion absolut im Weißabgleich von A bis Z durchscrollen kannst, also hast du ja kompletten Dynamikumfang. Deswegen hast du überhaupt keine Auswirkung. Yes. Genau. Cool. Dann wird man mal vielleicht... das nächste Bild nehmen. Ich sehe. Gucken wir mal. Let's do it. Let's do it. Vielleicht sogar mal. Lass uns mal das hier nehmen. Dein eins deiner Lieblingsbilder, sagst du. Wie gesagt, eins deiner Lieblingsbilder, genau. Und genau. Es ist auch jetzt nicht ganz so dunkel, dann erkennt man da vielleicht auf dem Bildschirm auch mehr. Und da gucke ich mal rein. Voll. Andreas ist auch wieder da. Schön, dass du wieder da bist, Andreas. Und Katinka hat auch zu deinem letzten Bild, das du eben bearbeitet hast, geschrieben, das Bild hat eine super schöne Atmosphäre und sie liebt die Rot- und Blautöne zusammen. Ah, vielen Dank. Schön, Dankeschön. Ne? Super cool, super cool. Stefan hat auch geschrieben, schön geworden das Bild. Ja, es ist natürlich auch, es hat aber auch viel damit zu tun, was man dann einfängt. Ne? Also du kannst nicht erwarten, dass wenn du irgendwie eine sehr farbarme Gegend fotografierst, dass du dann viel Rot und Blau rausholen kannst. Es sei denn, du hilfst halt mit Photoshop nach. Ne? Natürlich, also, ja. Also, wie gesagt, ich hatte eingangs ja gesagt, dass ich ja total unvorbereitet bin. Ich treffe mich mal mit dem Model irgendwo und wir laufen dann einfach eine Straße entlang und dann gucke ich so ein bisschen, was passt da ganz gut, gibt es da interessante Linien, interessante Lichter, künstliches Licht suche ich immer gezielt und dann schaue ich dann ungefähr, wie kommt das Licht und wie kann ich das dann mit in die Bearbeitung dann zusätzlich nochmal reinholen oder verstärken. Genau. Aber du hast absolut richtig gesagt, wenn du zum Beispiel nur eine graue Wand hast, dann kannst du natürlich, klar, im Nachhinein die Farbe reinmalen, aber sieht dann wahrscheinlich nicht mehr so echt aus. Wahrscheinlich, genau. Noch eine Frage und dann lasse ich dich jetzt weiter bearbeiten. Du, ganz spannend. Sehr gerne. Stefan hat nochmal gefragt, Adobe-Farbraum oder sRGB-Farbraum? Woran arbeitest du am liebsten? Oder woran arbeitest du gerne? Standard im sRGB-Farbraum. Ist auch, glaube ich, eine Standardeinstellung, wenn ich mich recht entsinne. Also ich drücke dann immer einfach nur Enter. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin nicht so tief in der Materie drin, um wirklich auch den Unterschied
Art zu sehen und ich brauche ihn aber auch nicht. Ich muss jetzt nicht irgendwelche Sachen drucken oder in großartigen irgendwie auf riesengroße Leinwände bringen. Ich brauche das einfach nur für mich digital, klein auf dem Smartphone, dann posten. Und ich weiß, dass der Adobe-Farbraum natürlich einen höheren Dynamikumfang hat, glaube ich, und viel farbechter auch ist. Das kommt immer darauf an, für was man was braucht. Genau, kommt immer darauf an, für was man es braucht. Genau. Aber ja. So im sRGB bin ich da zufrieden. Aber auch noch gar nicht so groß drüber nachgedacht. Ist ja nicht schlimm. Nee, wir hatten letztes Mal, glaube ich, die Debatte über, wenn man ein Bild einfügt in Photoshop, dann kommt ja dieses kleine Pop-Up-Fenster, das dann fragt, in welchen Farbraum konvertieren. Richtig, ne? Und man sagt ja eigentlich, man sollte es eigentlich immer in dem Bestehenden lassen. Ne, dass du sagst, du konvertierst es nicht, sondern der eingebettete Farbraum soll bleiben. Was jetzt nicht dramatisch ist, wenn man es in einen anderen Farbraum umwandelt, aber optimalerweise lässt man das halt so. Genau. Ne? Genau, so, jetzt habe ich das nächste Bild. Ich weiß jetzt nicht, wie dunkel ihr das jetzt habt, ob das jetzt sehr dunkel ist. Sehr dunkel. Sehr dunkel. Aber es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, was für Bildschirme ihr habt. Ne? Ja, genau. Also notfalls ein bisschen heller stellen. Ich stelle das jetzt einfach mal so künstlich ein bisschen mehr heller, als ich es tun würde. So, dass ihr auf jeden Fall mal seht, was ihr Phase ist. Auch hier, es war blaue Stunde und habe an sich schon sehr, 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 sehr dunkel aufgenommen. Habe den ISO-Wert auch nicht so hoch geschraubt. Man sieht mit ISO 800, offene Blende, habe ich das gemacht, um auf jeden Fall ein 400stel, so viel Schärfe wie möglich auf jeden Fall auf der Person zu haben. Dadurch, dass sie ja wirklich eine Bewegung war. In dem Fall habe ich hier gesagt, weiß nicht, lauf mal über die Straße, ich laufe dir hinterher und wenn ich sage, jetzt soll sie mal nach, also schaust du mal bitte nach hinten. Und da ist dann, das haben wir glaube ich 3-4 Mal gemacht und dann beim 5., 6. Mal ist dann dieses Bild dann noch so entstanden und ich dachte mir so, ja perfekt, genau diese Stimmung wollte ich so einfangen. So ganz schön mit der Schräge von der Brücke, die halt so hinten einfach reinfließt, ne, in Perspektive in das Bild rein. Richtig, richtig. Das ist auch mal so meine Art und Weise zu fotografieren. Also ich suche zum einen Linien, die zum Model hinführen oder das natürlich auch ein bisschen auch unterstützt oder auch eingerahmt wird. Da werde ich auf jeden Fall später oder wahrscheinlich eher morgen, wenn wir mal das Shooting durchgehen, nochmal genau darauf eingehen, wie ich so die Linien setze oder wie ich mir das ungefähr grob denke, wie ich das Model positioniere. Und hier sieht man ja auch, ich fotografiere immer so ein bisschen leicht von unten, einfach damit sie größer wirkt, aber auch so eine Art erhabenes Gefühl ist. Also wenn man jemanden von oben herab fotografiert, ne, das ist immer so ein bedrückendes, so ein schüchternes Gefühl, was dann vermittelt wird. Wenn man von unten fotografiert, dann so ein bisschen erhaben über eine Situation. Und ich wollte hier auf jeden Fall den Kontrast schaffen, dass sie auf der einen Seite erhaben ist, aber gleichzeitig trotzdem sehr, sehr nachdenklich. Und man sieht das im Kleinen so ein bisschen zum fragenden Blick. Ich glaube, das unterstützt das nochmal so ein bisschen. Genau. Das ist aber in Berlin, oder? Das ist in Berlin. Das ist direkt bei mir in der Nähe U1 Cottbusser Tor. Cottbusser Tor. Cottbusser Tor. Wow. Genau. Sehr schön, sehr schön. Ja, aber es hat ein bisschen Ähnlichkeit mit München auch, aber klar, da du ja aus Berlin kommst, war das ja eigentlich auch schon recht verständlich, dass das so ist. Genau. Als erstes wieder Weißabgleich. Ich versuche mal hier so ein bisschen mehr Wärme hineinzubekommen und gleichzeitig auch, ich weiß nicht, ich habe da so ein Grün-Fable. In letzter Zeit werden meine Bilder auch immer so vom Weißabgleich sehr grün. Wie ich vor Monaten auch eine Gelbphase hatte, ja, das habe ich ja eingangs mal gezeigt, und zuvor auch immer eine Blauphase. Da habe ich dann halt immer so einen Workflow, so standardisierte Sachen, wo ich die Regel eigentlich immer so in die gleiche Richtung schiebe. Ja. Genau. Ziehe hier die Lichter auf jeden Fall noch ein bisschen hoch und den Kontrast gleichzeitig wieder runter. Dadurch poppt so ein bisschen der Mensch auch auf, beziehungsweise sie. Ich so den tiefen Aufhell und gleichzeitig den Kontrast verstärke. Und genau, jetzt werde ich nochmal gezielt so das Licht setzen. Das sind meine alten Einstellungspunkte, sehe ich gerade. Die werde ich mal einfach mal rauslöschen. Die waren nämlich vorher schon da. So, genau, jetzt sieht man es auf jeden Fall besser. Also ich will das Licht, dass es ein bisschen gerichteter ist. Es soll mehr so wirklich von links oben kommen. Und fange ich an und ziehe mir erstmal den Schatten hier so ein bisschen rein und positioniere dann das. Weil gerade hier so links unten, das sind so
Ja, das ist relativ unwichtig. Ich möchte schon auf jeden Fall den Fokus dann auf dem Model haben, auf sie haben und gleichzeitig von links oben so das Licht reinkommen. Warum nimmst du dafür jetzt keine Vignette zum Beispiel, wenn du sagst, okay, im Endeffekt hast du ja auch hier so ein bisschen die Vignettierung? Ja, weil wenn ich jetzt eine, also ja, es ist praktisch so eine Dreiviertels-Vignette, würde ich jetzt mal hier sagen. Ich möchte wirklich, dass dieser Lichteinfall von der Seite hier kommt. Und da bleibt auch. Und auch da bleibt, dann wenn ich eine Vignette nehme, gut, die könnte ich jetzt auch verschieben. Ich glaube, es ist eigentlich dasselbe, ne? Stimmt, da hast du eigentlich recht. Nee, ich frage nur, also das nee, also es hat jetzt keinen Grund. Also ich würde einfach, also dieses Licht male ich eigentlich nur wirklich mal mit dem Radial. Ja, mit dem Radial fütter ein. So. Dann mache ich das nochmal, aber nicht mehr ganz so stark. Und zwar verschiebe ich das. So. Und genau. Ich möchte da auf jeden Fall bei ihrem Gesicht. Ne? Ich könnte die Maus nehmen, bei ihrem Gesicht noch ein bisschen haben. Kommt der kleine Halo-Effekt. Genau, den versuche ich hier so ein bisschen rauszukriegen. Dadurch, dass ich gleichzeitig aufhell, aber die Lichter rausziehe, dann kann man den so ein bisschen minimieren. Ja, ich lasse das erstmal so und dann gucke ich mal im Nachhinein. Ich schiebe immer am Anfang so das Licht rein und am Ende gucke ich dann, positioniere es meistens immer noch ein bisschen um oder ja. Dann die Klarheit setze ich immer noch so ein bisschen runter. Einfach weil das Bild dann ein bisschen mehr, ich weiß nicht, kann es nicht beschreiben, also ein bisschen mehr schwimmt. Also es wird dann nicht so zu scharf und es verschwimmt alles so ein bisschen. Es wird dann so, ja, so ein leicht dreamy Look, würde ich jetzt mal sagen, wird dadurch so ein bisschen hervorgeholt. Genau. Als nächstes, ich mache auch immer wirklich die Dynamik hoch und gleichzeitig die Sättigung runter. Wenn ich dadurch, wird auch der Vordergrund und der Hintergrund so ein bisschen, ja, verschwimmen da viel mehr. Und dann gehe ich wieder in die Gradationskurve. Mach wieder die typische S-Kurve. Da habe ich dann, kann ich in meinem anderen Bild mal zeigen. Die mache ich prinzipiell fast immer. Diese kleine S-Kurve. Es gibt aber auch eine andere Herangehensweise, die werde ich dann mal zeigen, wo man das nicht so macht, wo man ich auch immer eine andere Kurve dann mache und die wiederum einen anderen Lichteffekt. Ja, ist lustig, dass du diesen, dass du die S-Kurve machst. Ich mache zum Beispiel. Mein filmischer Look ist ein bisschen anders, aber auch eben basierend hier auf den einzelnen Tönen, was ich halt sehr, sehr interessant finde, weil du machst über HSL, oder? Nee. Ich mach's, ich gehe in den RGB-Modus und setze erstmal ein bisschen die Schwarzwerte hoch, also genau an der Stelle halt einen Punkt und dann links hoch, ne? Und dann grün, anstatt hier das zu bewegen, gehe ich nach. Also nehme ich die untere Ecke und ziehe sie nach rechts ein bisschen, rot auch und blau von hier runter. Ich weiß, was du meinst. Aber ich finde es sehr interessant, weil es gibt einfach so viele verschiedene Wege, diesen filmischen Look reinzumachen, cinematisch. Das werde ich mir auf jeden Fall im Nachhinein auch nochmal ansehen und ausprobieren, weil ich das immer sehr, sehr spannend finde. Es ist natürlich ein Photoshop, muss man auch sagen. Ist es jetzt hier auch ein riesen Vorteil, weil ich ja auch oft in Lightroom CC arbeite. Du hast halt in Lightroom nicht in der Gradationskurve im Hintergrund die Tonwerte. Die sind halt gar nicht zu sehen. Genau. Und das ist in Photoshop natürlich super hilfreich, weil du dich halt dementsprechend an die anpassen kannst und anrichten kannst. Da muss man halt natürlich dann so ein bisschen nach Gefühl arbeiten in Lightroom. Aber auch das ist jetzt kein riesen Verdruss. So. Ja, Stefan ist hier auch irgendwie dabei, die ganze Zeit allein zu schreiben. Leute, fragt eure Fragen, wo seid ihr hin? Alle schon in der Aufbruchstimmung, weil gleich Feierabend ist, ne? Ist ja gleich 6 Uhr. Ja, stimmt. Yes, stimmt. Aber es gucken natürlich noch sehr, sehr viele zu, keine Sorge.
Genau, Martin hat noch geschrieben, ich habe den Anfang verpasst, kann man später nochmal nachgucken? Ja, kannst du, und zwar entweder auf YouTube auf unserem Adobe.de-Channel oder auf adobelive.com. Wenn du natürlich auf Adobe gehst, auf unseren YouTube-Channel, kannst du auch gleich nochmal ein Follow da lassen. Musst du natürlich nicht, nein. Aber du kannst natürlich jederzeit alle Streams, die wir mit Adobe Live hier machen, kann man sich im Nachgang ansehen. Also ungefähr ein paar Minuten, nachdem der Stream vorbei ist, ist das Ganze auch eben online auf YouTube. Und wie gesagt, auf adobelive.com kannst du dir auch nochmal alles ansehen. Und die sind dann auch aufgereiht in die einzelnen Monatssessions. Das heißt, wir haben eigentlich zu allem was dabei und schon ganz, ganz viele Künstler da gehabt. Ich glaube schon über 50 in der Zeit, seitdem wir hier bei Adobe Live in Deutschland mitmachen. Ist also auf jeden Fall ganz, ganz viel da, ne, an Material. Kevin fragt, hast du manchmal auch Situationen, wo du merkst, du hättest auch 10 oder mehr Einstellungen weglassen können, weil sie eh keinen Unterschied bringen? Ja, so solche Situationen habe ich in der Tat relativ oft, wo ich dann wirklich erstmal mit der Kamera ewig rumprobiere und versuche dadurch das beste Foto rauszubekommen. Mhm. Denke mir aber dann, dass auch dadurch viele Momente auch wieder verloren gehen, was natürlich der Nachteil ist. Klar. Ich versuche mal so einen groben Mittelweg zu finden und dann wirklich eine Zeit lang, wenn sich die Lichtsituation jetzt nicht zu stark verändert, dann einfach das beizubehalten und denke mir, okay, ich kann ja in der Postproduktion noch ein bisschen was rausholen. Dadurch, dass ich ja meistens sowieso immer sehr, sehr viel drauf arbeite bzw. bearbeite, mache ich mir da auch jetzt nicht so groß Gedanken. Genau. Cool. Cool. Aber so, gut, hat man ja immer. Ne, als ja, Endeffekt. Also ich versuche mal, wie gesagt, diesen Mittelweg zu finden und ja. Der Mittelweg ist immer ganz gut. Der Mittelweg ist ja sehr gut. Genau. Ja. Nee, das ist aber auch schön. Das ist auch schön. So, also ich bin hier grob fertig mit der RAW-Konvertierung. Ich habe jetzt hier in der Kalibrierung noch mal ein bisschen was angepasst, aber auch nicht so viel. Das meiste, wie ich es vorhin schon sagte, versuche ich halt in den Lichtern so ein bisschen eine Farbe reinzubekommen und will auch so ein bisschen gleich bleiben mit der Jacke, in dem gleichen Ton so ein bisschen zu treffen, einfach so eine Farbharmonie zu schaffen. Gelingt nicht immer, in dem Fall passt es ganz gut und bringt dann nochmal so eine tiefere Stimmung mit rein. So. Ja, sehr schön. Genau. Jetzt öffne ich es wieder als Smart-Objekt in Photoshop. Also das Erste, was ich erstmal mache, ist mal ein bisschen runterrendern, gerade so durch die Bilder von der Sony. Die sind ja riesengroß. Ja. Und ich brauchte auf jeden Fall keine über 7000 Pixel in den Maßen. Deswegen. Ja, meine RAWs sind auch 85 Megabyte groß. Das ist auch immer wahnsinnig, wahnsinnig. Schon meine dritte 5 Terabyte Festplatte gekauft. Ne? Also ist schon. Das habe ich auch ein bisschen unterschätzt, als ich mir die Kamera gekauft habe. Vorher mit der 500D, wo da wirklich diese Bilder, weiß ich nicht, 10 Megabyte groß waren, die RAWs. Mhm. Und jetzt ist die RAW, weil wirklich, wie du schon sagst, 80 Megabyte groß. Und klar, aber du kannst halt auch dementsprechend was rausholen, wenn du das willst. Ne? Richtig, richtig. Könntest natürlich dann auch auf 10x10 Plakat drucken und Leinwände damit füllen. Aber in meinem Fall brauche ich das jetzt hier eigentlich eher nicht. Und rechne das mal ein bisschen runter, ist natürlich auch leichter für den Rechner. Klar. So. Ich finde es halt einfach nur super spannend, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und es ist natürlich auch super krass. Ne? Ich habe zum Beispiel das Coole bei der Sony Alpha 7R3 ist ja, du hast ja 2 SD-Karten-Slots. Ne? Und die eine ist ja 300 Megabyte pro Sekunde Lese- und Schreibgeschwindigkeit, die andere 200. Ich habe halt 2 verschiedene Karten drin und es ist so ein Unterschied, wenn du halt mit der Hochgeschwindigkeit mit dem Slot und der Karte ein Foto machst, versus wenn das dann voll ist und ich dann auf die zweite Karte zugreifen muss, wie lange es dann da dauert, bis das Foto tatsächlich abgespeichert ist. Richtig, ne? Richtig. Und auch richtig. Vom Rauslesen, wenn du das halt auf dein Handy schickst. Richtig. Das ist schon ein Riesenunterschied. Ja. Ne? Das ist schon echt, also da tut sich auf jeden Fall was. Also da braucht man auch, das habe ich gemerkt, weil ich am Anfang mir so gedacht habe, okay, will ich jetzt erstmal so viel Geld für eine Speicherkarte ausgeben, nur weil sie dann schneller ist oder beziehungsweise da schneller gelesen werden kann. Ja. Dann habe ich, glaube ich, einen Monat wirklich mit einer langsamen gespielt und rumfotografiert. Und das war die Hölle. Also ich habe wirklich gewartet, bis ich mir ein Foto angucken konnte. Man wird so ungeduldig. Ja, und es hat auch gedauert, bis die Bilder draufgeladen sind. Und dann dachte ich mir, okay,
Nee, muss nicht sein. Muss man halt doch mal ins Portemonnaie greifen. Ja, ja, tatsächlich. Genau. Also lohnt sich auf jeden Fall. Und auch gerade im Film, wenn du mit 4K filmst, brauchst du das. Alles andere, glaube ich, erkennt. Beim Film ist es so, glaube ich, dass eine niedrige Geschwindigkeit gar nicht erst aufnimmt. Hm. Sondern du brauchst wirklich diese Geschwindigkeit der Karte. Ja. Erst das dann kann gefilmt werden. Ist ja auch hier bei den GoPros zum Beispiel so. Ne? Die ganzen neuen, die Hero 7 zum Beispiel, da brauchst du eine bestimmte Geschwindigkeit. Also die Karten brauchen eine bestimmte Schreib- und Lesegeschwindigkeit, damit du was da drauf aufnehmen kannst, sonst funktionieren sie einfach nicht. Also für 4K, sagen wir es so. Genau, für 4K. Genau, wenn du 4K aufnehmen willst, dann brauchst du da ganz andere Karten, die dann auch speziell dafür präpariert wurden. Aber das ist schon auch eine Wissenschaft für sich. Kevin meinte übrigens eben das mit dem den Einstellungen weglassen im Bezug auf die Bearbeitung, nicht aufs Fotografieren. Ich habe das auch gerade gelesen. Weil du jetzt, genau, weil du eben mal gesagt hast, ja, beim Shooten an sich, die Einstellungsebenen, aber beim Bearbeiten, wenn du jetzt hier zum Beispiel dann deine Regler einstellst oder halt dann auch später, nachdem du das Bild wie jetzt schon entwickelt hast, hast du da auch das Gefühl, oder hast du da auch manchmal das Gefühl, dass du halt einfach 10 oder mehr Sachen theoretisch weglassen könntest? Ach so, ja, also ich meine, das habt ihr ja selber jetzt schon im Stream gemerkt, ne? Also warum machst du es dann hier heller, wenn du es auf der anderen Seite wieder dunkler machst? Mhm. Ja, sicherlich hätte da, wenn man vorher schon sich wirklich Gedanken macht, wie ein Bild aussehen muss, da fallen natürlich viele Schritte dann weg, weil manches doppelt oder dreifach gemacht wurde. Bei mir ist es aber so, weil ich on the fly versuche ich ein Bild zu bearbeiten und so das für sich stärkste rauszuarbeiten, also sei es in Farben und so, dann ist es viel rumprobieren. Und dann probiere ich an einem Regler rum, füge es erst hinzu, nehme es in den nächsten Schritt wieder weg und versuche dann eine neue Farbe hinzuzufügen. Ja. Das ist wirklich bei mir so ein Try-and-Error-Prinzip, so wirklich on the fly. Deswegen, also wäre man da bedachter, sicherlich fallen dann Schritte weg, aber wie gesagt, bei mir ist es so ein reines Rumprobieren. Genau. Weil, ich meine, man sieht es ja auch in meinem Instagram-Feed, vor Monaten sah er noch ein bisschen anders aus und vor nochmal Monaten wieder. Das ist einfach dieses Experimentieren. Aber das ist ja genau das Interessante dabei. Ja. Ne? Weil es gibt ja auch ganz viele Fotografen, die halt so festgesetzt sind in ihrem Stil, dass sie da gar nichts anderes machen und zulassen wollen. Und du bist gerade in deiner, ich sag mal, mit deiner Findungsphase bist du vorbei. Und jetzt geht's eher in das in Richtung, also Findungsphase meine ich im Sinne von, welche Hauptkategorie soll es sein? Ich weiß, was du meinst. Genau, und jetzt willst du nischiger werden. Jetzt guckst du halt, genau, und das ist doch schön. Also ich finde das eine schöne Möglichkeit zu sagen, ich probiere viel aus und kann es ja trotzdem schöne Bilder hervorbringen, nur in verschiedenen Styles, die sich minimal unterscheiden, ne? Um dann zu gucken, was dann das Beste ist, bis sich das halt austangiert hat. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also ich fühle mich, was so die Farbgebung und der Look angeht, da finde ich, bin ich auf jeden Fall noch in der Findungsphase. Und da wird in ein paar Monaten der Instagram-Feed auch wieder anders aussehen. Aber ja, das grobe Setting ist für mich klar. Also in der Porträtfotografie mehr so filmischer fotografieren, kontrastreicher, dunkler meine Bilder. Also das, da fühle ich mich auf jeden Fall wohl, das bleibt auch. Aber so wirklich in der Farbgebung, das Tone, das Color Grading, das will ich auf jeden Fall noch viel, viel weiterentwickeln. Sehr cool. Genau. Sehr, sehr cool. Genau, ich lasse jetzt mal kurz noch mal weitermachen. Ich hatte noch eine Frage. Ja, erzähl nur, frag mal, ich kann ja weitermachen. Genau. Ja, cool, also der Jan hatte eben noch mal gefragt, was ich auch eine interessante Frage finde, bezüglich Instagram. Mhm. Da gibt es ja viele verschiedene Ansichtsweisen, was dann so die beste Auflösung wäre, um es auf Instagram optimal hochzuladen. Mhm. Also ich mache ja zum Beispiel immer auf 2160px ungefähr, ne, weil man halt so sagt, okay, Instagram skaliert das sowieso runter. Du kannst das da mit einer 100 Megabyte Datei sowieso nicht hochladen. Das ist, glaube ich, limitiert auf 20, 30 Megabyte maximal und dann wird es automatisch sowieso runterskaliert, dass du nur noch ein 500 Kilobyte Bild hast maximal. Richtig. Soll ja auch schnell geladen werden, genau. Wenn du es angucken möchtest. Genau, darum geht es ja auch. Deswegen sind auch die Stories von der Qualität eher so sowieso so miserabel, damit halt das schnell halt unterwegs geladen werden kann und damit du nicht so viel Datenverbrauch hast. Absolut, richtig. Sonst hättest du ja teilweise nach 5 Bildern hättest du ja schon dein Volumen dann irgendwie theoretisch ausgeschöpft und das soll es ja nicht sein. Ne? Dann würden ja alle Instagram aufs Dach steigen und sagen, hey Leute, sag mal, ich habe jetzt hier 5 Minuten auf Instagram und habe 2 Gigabyte verbraucht, was ist da los? Ja. Nee, also ich komprimiere auf jeden Fall die Bilder nochmal fürs Web extra und gezielt. Also ich glaube, ich gehe sogar noch kleiner als du. Die quadratischen Bilder sind laut Instagram und Facebook, ich glaube 1080x1080. Und wenn du dann diese
4x5. 4x5 hast, genau. Das sind jetzt auch, glaube ich, um die 1200 noch was oder so. Aber ich rechne es runter auf, ich glaube, 1980 mal 1020, ungefähr. 1920 mal 1080, genau. Und werde es dann nochmal wirklich selektiv nachschärfen auf der entsprechenden Größe, damit es auch relativ scharf auf Instagram aussieht. Klar. Brauchst du auf jeden Fall. Kann ich dann auf jeden Fall zum Schluss auch nochmal zeigen. Ja, sehr gerne. Eher morgen. Sehr gerne. Ich finde das auch ein wichtiger Prozess, den man einfach mal gesehen haben sollte, weil es auch viel ausmachen kann. Ne? Du kannst das schönste Bild der Welt haben, aber wenn es nicht wirklich angepasst ist, kann das auch noch viel rausnehmen. Gerade dieser Runterskalierungsprozess, das ist ja nicht nur bei Instagram so, auch bei YouTube, TikTok, bei allen möglichen Social Channels, Facebook ja genauso. Ne? Die skalieren die alle die Bilder runter. Auch WhatsApp übrigens. Also als kleiner Tipp, wenn ihr untereinander Bilder oder Videos oder Daten schicken wollt und die nicht an Qualität verlieren sollen, niemals über WhatsApp, am besten über AirDrop, wenn ihr beide ein iPhone habt. Richtig. Oder irgendwie über WeTransfer, Dropbox, was auch immer, aber halt immer gucken, dass halt die Quali nicht runtergeht, weil sonst ist es halt mies. Gerade beim Fotografieren, ne? Von wegen, schick mal schnell. Gerade da, genau, ja. Natürlich. Ja, genau, Kevin hat auch geschrieben, 1080 oder 1080x1350 für das 4x5. Also sehr genau, sehr gut. Ja. Danke auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Genau, Matthias schreibt, ist halt noch mehr experimentelle Routine. Ja, ist auch alles in Ordnung. Genau, oder Tim schreibt, oder über Firewire-Kabel. Genau. Ja, dann wird besser. Genau, wir haben jetzt noch so 5 Minuten. Ja. 4,5 eher. Schaffst du das? Wenn nicht, ist überhaupt nicht schlimm. Ja, nee, ich bin so ziemlich eigentlich fertig. Ich möchte hier noch, da habe ich mir gerade eine Einstellungsebene gemacht, links und rechts noch so ein bisschen Helligkeit wiederholen, einfach damit es nicht zu dunkel ist und da zu suppt. Und genau, lass trotzdem die Vignette mal drin und vielleicht noch, ich würde jetzt nochmal selektiv vielleicht eine Dynamik was machen, aber bevor ich da noch ewig rumprobiere, kann ich euch einfach mal zeigen, wie ich den Grain noch hinzufüge. Und zwar lassen wir das mal verschwinden in der Gruppe, nennen das mal Look. Dazu mache ich mir eine leere Ebene und fülle diese Ebene mit 50%igem Grau. Das kann man hier dann auswählen. Mhm. Auf diese graue Ebene gehe ich dann in den Rauschfilter rein, Rauschen hinzufügen. Und hier muss man auf jeden Fall ein bisschen experimentieren. Kommt auch mal auf die Bildgröße an. Ich nehme meistens immer so eine Stärke irgendwas zwischen 5 und 15, wobei 15 bis 20 schon sehr stark ist. Ein sehr, sehr starkes Rauschen. Mhm. Ich versuche das gleich mal so ein bisschen zu zeigen. Ich nehme mal 5. In der Gauss-Normalverteilung und ganz wichtig monochromatisch. Wäre es nicht monochromatisch, dann sieht man, ich weiß nicht, ob man das hier so ein bisschen erkennt. Farbrauschen dann? Genau, dann ist so ein Farbrauschen dann. Dann siehst du diese kleinen Farbpartikel. Das willst du nicht. Das will ich in dem Fall nicht, weil das würde dann auch die Farbe selber, die ich dann ja erarbeitet habe, ein bisschen verfälschen. Und dann setze ich einfach auf weiches Licht. Und wenn man jetzt mal wirklich mal rangeht, ich hoffe, man erkennt das. Machen wir vorher, nachher. Ist bei mir erkennt man es, ich hoffe, ihr erkennt das auch. Ja, also ich sehe es hier auf dem Bildschirm, aber das Rauschen ist auf jeden Fall verstärkt, aber noch behutsam, nicht zu sehr. Und es ist ein bisschen dicker geworden. Man kann zusätzlich noch da nochmal mit einem Gaußschen Weichzeichner nochmal ganz leicht dran, wird wirklich 0,5 bis 0,8. Um das nochmal zu verstärken. Und wenn man aber wirklich mehr Rauschen haben möchte, es kommt immer darauf an, auch wie nah der Bildausschnitt ist und wie sehr man dieses Rauschen haben möchte, kann man natürlich bei diesem Rauschen hinzufügen dann den Wert natürlich vergrößern. Ne? Also kann man auch auf 10, 15, 20 gehen. Ich mache das immer nur so ein bisschen, relativ behutsam, aber so, dass man es im Ausschnitt doch noch erkennt, dass es ja in gewisser Weise rauscht, aber ja. Ja, genau. Krass, ne? So schnell geht's. So zack, 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 schnell geht's. Ich meine, in dem Fall, du hast die Bilder ja schon mal bearbeitet, deswegen weißt du ja ungefähr, wie du das machen willst. Richtig, richtig, in dem Fall, klar. Ja. Morgen sieht das dann anders aus. Da ist es dann wirklich richtig ausprobiert. Dann geht's on the fly. Ja. Von null auf alles. Da bin ich auch sehr gespannt. Ja. Da bin ich auch sehr gespannt. Vor allem, wenn du jetzt heute Abend noch ein Shooting hast, haben wir dann morgen auch nochmal zwei Motive. Wenn das. Natürlich, ja. Genau, dann machen wir es, gucken wir mal, wie wir das von der Zeit her schaffen. Aber ja, klar.
sehr, sehr gerne. Ist natürlich auch super cool, mal zu sehen, was du hier in München fotografierst. Ne? Ja. Also für mich auch mal sehr interessant zu sehen, wo jetzt deine Ecken wären, wo du sagen würdest, da shoote ich gerne. Hast du für heute Abend schon einen Platz? Ich habe noch gar keinen Platz. Also gestern war ich an dieser, jetzt musst du mir helfen, an dieser Brücke, wo im Sommer immer ganz viele sind und auf der Brücke dann den Sonnenuntergang anschauen. Am Flaucher meinst du? Ich weiß es nicht. Also hier an der Isar? Ja, es war, ja. Könnte da, ja, also da bei der beim Zoo. Thalkirchen. Das kann sein, das war jedenfalls, also eine lange Brücke. Ja, genau. Da am Flaucher. Genau, da war ich. Ansonsten heute, ich weiß es gar nicht, ich treffe mich irgendwo am Marienplatz. Mhm. Und ich habe auch schon zu dem Mädel gesagt, dass sie auf jeden Fall mein Tourguide ist und sie muss mich erstmal rumführen. Und dann machen wir da einfach das wirklich on the fly total entspannt und sehr spontan. Sehr gut, und gucken, was da so die Umgebung hergibt. Sehr, sehr schön. Ansonsten schreibst du mir einfach und dann gucken wir mal. Auf jeden Fall, na klar. Ja, na klar. Sehr cool. Ja, mein lieber Christian, das war schon mal ein sehr, sehr cooler Eindruck. Schon zwei Bilder bearbeitet in einer Session, was ich sehr, sehr cool finde. Wie gesagt, Moody, ich hoffe ja mal, vielleicht schaffen wir es nochmal zeitlich, weil, wie gesagt, eins von den früheren mit diesen ganz starken blauen Rottönen, da würde ich auch gerne mal sehen, wie du das machst. Sehr gerne. Aber das war auch schon sehr, sehr aufschlussreich. Also vielen Dank dafür. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da warst heute. Hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht. Ja. Schön, dass ihr vor allen Dingen da seid und noch bis zum Schluss dabei wart. Jetzt geht's danach weiter auf Behance mit den englischen Streams. Wir sind jetzt für heute soweit fertig. Das heißt, ich switch jetzt auch mal ganz kurz ins Große und sage nochmal Tschüss zu euch allen und der Christian auch. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, geht's morgen weiter um 10 Uhr frisch und fröhlich und ich hoffe, wir sehen uns alle da mit der Nadine und dem Rufus zum Thema VR und Kunst, Virtual Reality und Kunst, wie passt das zusammen? Da haben wir heute auch schon ganz coole Sachen gesehen. Danach Jamila Knopf und ich wieder am Start zum Thema Illustration, gefolgt von der Lorena und dem Rufus auch zum Thema Illustration, ein bisschen anders, auch nicht weniger cool. Und dann sehen wir beide uns morgen wieder von 4 bis 6 hier auf adobelive.com beziehungsweise auf YouTube auf dem adobe.de Channel und ich freue mich ganz groß, siehst du, ne? Also nach müde kommt aber große Freude passt genau auch, also, ich freue mich ganz groß. Ich freue mich sehr, wollte ich natürlich sagen, dass ihr immer also zahlreich dabei seid und wollte nochmal Danke sagen, lieber Christian, an dich. Danke an euch. Ich sehe jetzt auch schon hier, alle bedanken sich schon. Eva sagt Danke, Christiane sagt Tschüss, Andreas sagt, hat viel Spaß gemacht, Stefan, lass mich raten, Behance geht's mal wieder, yes, das ist es, Kevin sagt auch Tschüss und Jan auch, genau, morgen wieder einschalten ab 10 Uhr. Und übermorgen sind wir auch noch am Start. Ansonsten sagt's weiter und ich hoffe, wir sehen uns morgen. Euch einen schönen Abend, wenn ihr noch Bock habt auf Behance. Und ansonsten sagen wir es Tschüss. Ciao. Tschüss. Moment, muss ich jetzt noch ganz kurz hier alles umstellen. Aber das geht ganz fix. Und so haben wir das jetzt alles. Und jetzt seht ihr gleich ein Bild von der Nadine. Oder wie man sagen würde, ihr werdet jetzt gleich einen Ton hören, der hört sich an, als ob jemand auflegt.